Oh Leute, Timex hier. Wir zocken weiter Corekeeper. Bisher für mich die Überraschung des Jahres. Böse süchtig nach dem Game. Habe auch schon eine Solo-Welt angefangen. Will auf jeden Fall Gartenlevel 100 auch irgendwann erreichen. Wir haben schon die drei Bosse gemacht. Jetzt gibt es noch richtig krank schwere Secret-Bosse, die aber sehr, sehr schwer zu finden sind und deutlich schwerer zu schaffen sind. Aber wir sind ziemlich stark. Ich kann mal ganz kurz mein Skill-Level zeigen. Ich habe noch nichts gefunden auf YouTube oder in irgendeiner Sprache, die höher sind. Ich bin jetzt zum Beispiel Gardening Level 84. Dadurch habe ich jetzt eine 25% Chance zu vergiften. Und wenn ich vergifte, mache ich extra Damage. Und ich kritte auch nice. Und ich mache jetzt... Hab durchs Kochen noch extra 12% Damage plus und alle Verbündeten in der Umgebung. Ist aufgebaut wie, viele sagen, es ist wie Stardew Valley, aber das ist halt nur Farm. Hier ist halt auch ganz viel Kämpfen. Ist ein Misch aus Stardew Valley und Minecraft, sozusagen. Und Terraria vielleicht noch. Also wirklich ein richtig, richtig, richtig geiles Game. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Alle Folgen davon werden auf dem Second Try Kanal kommen. Und das ist hier so, das hier, hier war so ein kleines Larven-Biom. Hier war so das Kobold-Biom. Und hier war noch ein kleines Slime-Biom. Und das alles, das geht so hier überall. Das ist, also das ist hier schon groß. Da, dieser kleine Klecks hier ist schon riesig. Und jetzt müssen wir das alles erforschen. Und irgendwo da versteckt sich der krasse Gegner. Hoffentlich sterben wir nicht allzu oft bei dem Versuch, das zu packen. Umatra, G-Time und ich suchen. Und du machst weitere Farm für weitere Sachen, ja? Weitere Farm für... Oder? Weitere Sachen. Weitere Sachen. Doch, weitere Farm für weitere Sachen klingt eigentlich nach einem Plan. Wir müssen auch diesen Giftgegner finden, dass ich mir endlich die Giftfarm größer machen kann, weil da haben wir unendlich Heilungstränke. Wie gesagt, halt, das ist richtig aufwendig, ne? Den Giftgegner zu finden ist aufwendig. Ja, also ich will dir keine Illusionen oder so machen, Max. Ich meine das wirklich ernst. Ich troll dich nicht. Das kann wirklich aus mehreren Stunden Suchen jetzt bestehen. Dann kämpfe ich in der Zeit. Gibt es noch einen Gegner im Schimmelbiom? Oder wollen wir noch so eine Schimmelbiom-Falle machen? Es gibt im Schimmelbiom eine Spinne als Boss. Eine Schimmelbiom-Falle fände ich geil. Die Schimmelspinne. Die ist aber auch ultra schwer zu finden. Die droppt aber eine legendäre Giftsichel. Das ist eine Waffe. Ich mach jetzt schon 5% extra Damage, wenn jemand vergiftet ist. Das heißt, der ganze Giftscheiß, den nehme ich mit dankend an. Ja, das heißt, mit dieser Sichel wärst du sau OP. Richtig. So, und es gibt übrigens auch noch, du hast ja so einen Ring gefunden, ne? Wo du mehr Pflanzen rauskriegst, wenn du erntest, ne? Du kannst von den Zombies, die mit den Strohhüten hier rumlaufen, diese Bauern-Zombies. Ja. Von denen kannst du den Hut bekommen, der gibt dir die Chance auch nochmal. Und den Ring kannst du auch nochmal finden. Und dann kannst du den zweimal anziehen. Ich habe den auch schon einmal gefunden. Boah. Wenn du mir den gibst, würde ich sogar... Ich habe das jetzt alles extra drüben gelassen, weil ich eventuell abwägen, sogar dein Herz zu küssen. Ich kann. Achso, du hast ihn in der Solo-Welt gefunden. Ja, das habe ich in der Solo-Welt gefunden. Ja, okay, dann nicht. Würdest du ihn hier finden, dann. Wir können auch noch so viele Sachen vollautomatisieren. Ja, ich hoffe nur, dass sie das echt anpassen. Also als ich das bei Rumatra gesehen habe, ist halt... Ja. Was denn? Ich finde es jetzt persönlich nicht so geil gemacht im Moment. Ey, ich hab alles probiert. War locker eine Stunde noch beschäftigt. Als du RP gespielt hast, die ganze Zeit, die du RP gespielt hast, habe ich probiert, das Zeug in die Basis zu transportieren. Ich habe überlegt, ob ich das Ohr transportieren kann separat, ob das vielleicht lädt, ging nicht. Dann habe ich geschaut, ob ich die Barren transportieren kann, ging nicht. Dann habe ich geschaut, okay, vielleicht speichern die Drills zwischen oder vielleicht laden die Drills, weil die Drills funktionieren ja auch vor Ort bei den Bohrern, geht nicht. Dann habe ich ein Greifarmsystem gebaut, alle 50 Förderbänder, geht nicht. Dann habe ich alle 50 Förderbänder eine Drill dazwischen gebaut, weil Drills transportieren Items, geht nicht. Also, oh, mal Luft, ganz ruhig. Du rast ja voll aus. Finde ich aber irgendwie cool, dein Engagement. Wie emotional das Thema für dich ist. Kurze Frage. Max, du hast den Hunter-Cloak an, ne? Ja. Ich habe den Hut davon. Gerade gefunden. Echt jetzt? Ja, der gibt plus 23 Max-Health. Und Fireset, 15% Critical Hit Chance after Standing Still. Genau, Operation. Und der gibt nochmal 6% Dodge Shanks. Und 9% Range Damage. Okay, ist gut. Das ist geil. Aber ich überlege mir noch, ob ich dir den gebe. Kein Problem. Was hast du gerade für eine Waffe? Ich? Ja? Ich kämpfe mit meiner Spitzhacke. Meine Waffe stinkt so sehr. Ich hätte so gern das geile Schwert, was G-Dam hat. Da fehlt, müssen wir es suchen, wo es ist. Ich glaube, du wirst eher lieber die Spitzhacke auch dir holen wollen. Ja, wo gibt's sie denn? Die kannst du hier in diesem Biom finden. Oh, ich muss mir essen. Da, wo ihr jetzt gerade seid, oder was?
Ja, hier in dem Biom, wo ich bin. Was hast du gesagt? Cheetah mit Essen? Ich muss Essen mir holen. Ich habe Essen vergessen. Ich habe Essen. Ich bin hinter dir. Ah, okay. Ich habe unendlich Essen dabei. 4000 Essen. Ach, du bist da unten. Warte, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu euch. Hä? Aber du musst doch gar nicht alles vollautomatisch in die Base ballern. Es wäre schon sehr befriedigend. Echt? Ich habe halt gedacht, guck mal, wir haben doch in Factorio so einen Main-Hub gebaut, das, richtig? Das fühle ich in dem Game nicht. Das sehe ich in dem Game noch nicht, oder? Na, doch. Echt? Guck mal, stell dir mal vor, du könntest alles so in die Base ballern. Dann könntest du ja auch riesige Farmen bauen außerhalb und einfach alles in die Base transportieren. Das wäre schon sehr satisfying. Die geht ja dann irgendwann in der Base der Platz aus. Und wenn du dann alle Items holen musst von deiner Mold-Farm, von deiner Slime-Farm, von deiner Poison-Slime-Farm, von dort, ist doch sau. Also für mich ist es sehr befriedigend halt einfach. Ich find's auch geil, einmal was anzuschließen. Hier, guck mal, was ich kann mit meiner Spitzhacke. Halt's Maul, du kannst damit... Was? Ja. Wo hast du die her? Die kannst du hier in dem Biom finden. Es gibt hier eine Totenkopfstruktur, da liegt immer hundertprozentig eine drinne. Ja, lass mal kurz hier ein bisschen fighten, lass mal hier einmal das Ding durchkämpfen. Was ist eine Totenkopfstruktur? Ja, die sieht auf der Minimap aus wie ein Totenkopf, die Struktur. Digga, du machst ja abartig Damage. Ja, das Heftige bei dieser Spitzhacke ist, diese legendäre, die hat keine Effekte, gar nichts. Die gibt dir plus. Ah, ich bin tot! Nein! Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich bin rausgekommen, wie habe ich das geschafft? Oh Gott, ich lebe. Die gibt dir plus 1670 Mining Damage. Und ja, im Mining Tree hast du einen Skill, dass dein Mining Damage als Melee Damage umgerechnet wird. Wie schnell machst du damit Wände kaputt hier? Die Mold-Wände? Instant. Die One-Hits ist alles. Guck mal. Hä? Die brauchen wir auch. Wenn wir das Biom absuchen wollen, braucht die jeder von euch. Sonst brauchen wir viel zu lange. Wow. Wo hast du die her? Die kannst du hier im Biom finden. Es gibt eine Struktur, da ist die drinne. Die ist relativ selten, aber diese Struktur. Digga, ich kritte schon für 440. Wie geil. Keinen Pudding mitgehabt. Ich doch. Willst du einen Pudding? Ja, das wäre besser. Dann sehe ich ein bisschen was. Boah, Pudding würde ich auch ein bisschen nehmen. Danke. Ich habe gedacht, du hast von dem so viel gekocht. Ja, aber jetzt habe ich nur 1000 mit. Komm mal her. Hier, Romatra. Geil. Diese Fungi-Dinger sind sick. Konntest du rausfinden von deinem Herstellertypen, ob... Komm mal mit, komm, Titan, komm mit, wir brauchen dich. Hier hinten geht's weiter, ne, mit dem Bio. Hier auch, hier geht's noch viel krasser weiter. Oh, oh. Und G-Time ist so unfair OP geworden, hä? Digga, G-Time, what the fuck? Ey, wir haben gesagt, wir dürfen alleine weiter leveln. Aber keine neuen Gegner machen. Weiter leveln. Was für neue Gegner? Der Gegner, den ich gemacht habe, das ist eh ein übelst lower Side-Boss. Der gibt uns nichts Gutes. Ja. Naja, außer die krasse Spitzhacke, die du jetzt hast. Nee, die findest du hier in dem Biom. Echt? Krass. Ja, die ist hier in der Struktur, die wir hier noch nicht gefunden haben. Ey, ich kritte durchgehend für 400. Wie geil. Ja, das getroffen. Ich bin übel ausgewichen. Ich muss jetzt eben essen. Alter, ich two-shotte mal nicht Double-Kritte. Oh, die Pilze, die sind stark. Nein. Oh. So, was wolltest du von mir jetzt wissen? Der Typ, den du Kontakt hast. Ja. Bringt eine bessere Pflanze mehr Gartenlevel. Das habe ich dir nicht gefragt, wenn ich ehrlich bin. Also gefühlt jetzt in der Zeit, wo ich gespielt habe, würde ich sagen, nein. Weil ich habe extra heute hier viel in dem Biom gemeint und das Mining-Level ist nicht schneller gestiegen als in den anderen Biomen.
Max hat hier eine Schädelstruktur schon gefunden. Was ist eine Schädelstruktur? Ja, das ist das, wo die Spitzhacke drin ist. Du hast das wohl hier schon gefunden. Wo denn? Ja, müsst ihr auf den... Ich sehe sie! Ihr habt eine, hier ist eine aufgedeckt. Wo denn? Oben. Also eine Spitzhacke könnten wir safe hundertprozentig jetzt holen. Hä, wo oben? Wo das oben? Ist... Geht mal, warte, geht mal zum Kern, ne? Ja. Ja. So, jetzt geht ihr nach oben, bis oben das Biom beginnt, ne? Ja. Jetzt ja. gehst du so schräg leicht links hoch. Da siehst du, da ist so wie so ein Totenkopf, so eine Struktur am Wasser. Ah, ja. Und da ist die Spitzhacke drin. Die Im liegt Wasser? Hinter... Nee, nicht im Wasser. Neben dem Wasser ist die Struktur. Ah. Und da ist so ein Podest und da liegt die drauf und das Podest ist hinter der Krone von einem Baum. Cheetah, komm mal zu uns. Wir kommen hier nicht weiter ohne eine Spitzhacke. Ja, lass mal erstmal zurückgehen und so eine Spitzhacke holen, oder? Echt? Oh, ich snack die mir jetzt, ja. Na, ich hab das gefunden. Weißt du doch gar nicht, ob du das gefunden hast oder ich. Doch, natürlich weiß ich es gefunden. Also die Zuschauer schreiben alle, dass Max die gefunden hat. Hm. Ja, aber ich sag mal so, ich weiß, dass sich das jetzt innerlich zerreißen wird, Max, aber ich finde, dass Romatra die Spitzhacke bekommen sollte, weil Romatra hat heute Geburtstag. Boah. Das ist jetzt ein Argument, da kommst du nicht so leicht raus. Ich wünsche mir die von dir zum Geburtstag, die Spitzhacke. Okay. Ich habe auch sonst gar nichts in dem Game, Alter. Ich bin gefühlt der Schwächste von uns. Hey, du bist hier die ganze Zeit als Larve rumgelaufen, hast allen erzählt, wie OP du bist. Aber ich habe gesagt, wie cool Stimmt. ich bin, nicht wie OP G-Time, ich bin. Bau mal uns hier durch, G-Time. Bau uns mal hier durch. Also? Ja, okay, du kriegst sie zum Geburtstag. Ja. Aber dann möchte ich Farmringe und Farmhüte kriegen mit extra Farming. Ich hab mir Mühe gegeben mit diesem langen Förderband. Ich heul. Und du musst diese, genau, die musst du immer kaputt machen. Also wir ein gutes Team, ne? Also wenn du diesen Mining-Skill auf Stufe 5 hast, dann one-hittest du mit der Spitzhacke alle kleinen Gegner. Und du greifst mit der Spitzhacke an? Ja. Deine Waffe ist die Spitzhacke. Ja, wie gesagt, du hast beim Mining-Baum einen Skill, der macht, dass ein Prozentsatz von dem Mining-Damage, den du machst, als Melee-Damage umgerechnet wird. Und so kommt das zustande, dass ich jetzt teilweise 900er-Crits raushau. Was ist hier für eine Kette? Das ist die, wenn du, wenn du davon noch den Ring hast, dann kannst du hier drauf die ganze Zeit laufen und wirst Range-Damage. Hä, der macht mehr Range Damage als mein Ring, den ich jetzt hab. Hä, aber du hattest doch schon einen. Das ist kein Ring, Ach, den hab ich. Ah, das ist kein Ring, das ist ein mein Amulett. Gott, ja. Der Amulett-Bait hatte ich voll erwischt. Ja, ganz dolle. Repariert? Ja, ja. Boah, jetzt muss ich erstmal zurückheilen. Und wo soll die jetzt liegen, die Spitzhacke? Oh. Die liegt hinter der Baumkrone. In dem Dings. Da ist ein Podest hinterm Baum und da liegt die drinne. Die musst du mit E Tatsache. Öffnen. Ich hab's einfach abgebaut, hab sie trotzdem bekommen. Ja. Ancient Pickaxe. Also das mit den legendären Gegenständen finde ich richtig geil gemacht in dem Game auch. Ja. Warum? Ja, weil die halt einfach sau nice sind. Also ich will auch mal diese Giftsichel sehen. Aber die ist halt ultra selten. Hier ist sogar noch eine Chest. Ah, da war die Urne drin. Oh Gott, Gita, ich brauch dich. Ich hab hier oben einen Sicherheitsgang und so gebaut. Ich bin aber ein richtig geiler... Guck mal hier, der war einfach getushot. Das war sick, ne? Mhm. Wenn der Two-Shot reinballert, ist geil. Ich bin echt der Schwächste von uns. Ist wie ich die auseinandernehme. Ja, ist brutal. Aua.
Die sind meine einzige Schwäche. Ja. Digga, dass du hier durchkommen kannst, ist ja ein Dream. Nutze die Pickaxe trotzdem auch zum Damage machen? Ja. Ich habe ja den Skill schon relativ hoch. Ja, nein, die Frage ist, wenn ich den Skill noch gar nicht habe, ob ich die dann trotzdem benutze. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, dann macht die halt nicht so viel Damage, ne? Ja, die hat immer noch doppelt so viel Damage wie mein scheiß Messer. Ja, dann lohnt die sich. Die macht schon so einfach 250er Hits. Und hat mehr Reichweite und greift schneller an. Und diese Schildstrukturen gibt's aber öfters wahrscheinlich, oder? Ja, aber die sind relativ selten so. Also ich habe bei mir jetzt auf dem Dings schon 3 Stück gefunden, aber das ging erst richtig gut ab, als ich die Spitzhacke hatte. Muss mich einmal heilen. Ich muss noch ganz kurz meinen Skillpunkt machen. Gut. LOL! Wie geil! Was denn? Eine Blowpipe! Noch eine! Noch eine! Die gehen so schnell kaputt! Wir können dann schon wieder kaputt! Ich hab eben gerade repariert! Jetzt habe ich 3, jetzt ist GG. Okay, du hast. Lass mal hier einfach nach oben bauen, ne? Ich meine jetzt ja auch ein bisschen durch die Gegend. Ja, mach das. Ist gut. Oh, hier ist noch ein Eisending. Ey, Dieter, nimm mal immer diese gelben Pflanzen hier mit, wenn du mit einem Hit draufballern kannst. Kriegst du Gartenlevel und du kriegst Samen. Oh, Gift! Wollen wir kurz Gift sammeln? Ganz schnelle Runde? Ich tue hier kurz clearen, du kannst schon mal sammeln. Gut. Dafür sind wir losgegangen, Leute. Jo, hast du dein Gardening-Level denn jetzt bekommen? 85. Aber da passiert gar nichts mehr. Das ist jetzt sehr grindy. Ich kann nicht so schnell abbauen und anpflanzen. Ich habe das perfektioniert. Das Ding ist, die müssen halt echt gucken, dass sie jetzt wirklich richtig Updates ballern. Also bei mir kamen auch schon Leute heute und haben gefragt, ob ich was weiß, wann Updates kommen. Du hättest niemals damit anfangen sollen, dass einmal der Artist da in dem Chat war. Die werden jetzt immer dich fragen. Du bist jetzt Pressesprecher. Du wurdest offiziell promoted. Ey, ich wurde auch angehauen. Die haben das übel gefeiert, dass wir das Game zocken. Ich habe ein paar Codes bekommen für die Zuschauer zum Giveaway, dass dieses Game jetzt kostet. Ja, hatte der Alex mir auch welche gegeben. Ja, ist doch geil. Geil. Ich gehe mal davon aus, die freuen sich einfach, dass wir als wenige Creator das spielen. Weil so wie ich das mitbekommen habe, auf Twitch zocken das gar nicht so viele Leute, Gronkh, ne? Halt, ne? Ja, ich hatte jetzt Gronkh gesehen, aber ich glaube, der hat das auch nur einmal bis jetzt gespielt, ne? Echt? Nur einmal? Ich meine nur einmal. Keine Ahnung, ich habe ihn nur einmal bis jetzt gesehen. Ich bin nö. Holst du mich nochmal ab? Ah, bist du schon wieder irgendwo reingelaufen? Du hast, ich clear kurz und dann bist du auf einmal weg. Ich baue mich jetzt hier einfach durch. Du bist in eine ganz andere Richtung, ne? Nach da oben. Ja. Ah, ich nehme auch mal hier die ganzen Pflanzen und alles mit noch. Ja, das ist immer gut. Junge, diese scheiß Sniper-Kobold, der aus ihren scheiß Gebüschen fucken ja übel ab. Oder? Lass uns hier zusammen nach links bauen. Komm mit. Das kannst du auch one-shotten hier. Ah, klar. Die ist schon ziemlich hoch. Dann brauchst du mich ja gar nicht dafür. Na, guck mal, du kannst jetzt schön mit deinem Blasbohr hier die ganze Zeit aufpassen dann. Digga, ich brauch 3 Hits und du einen. Ja, hier Tränke mitnehmen sollen. Diese ganzen gelben Pflanzen hier, ne? Die einmal einsammeln, das ist so stark. Checkt ihr, glaube ich, gar nicht. Ja, wenn du mal checkst, wie riesig dieses Biom ist, dann wirst du die auch nicht mehr sammeln. Aber ey, wo du jetzt aber mal da bist, jetzt nagel ich dich auch mal fest. Was ist mit Sea of Thieves? Ich habe euch die ganze Zeit geschrieben, gefragt wegen Termin. Keiner antwortet mir von euch.
Was soll so eine Scheiße? Das ist normal, da kann ich nichts machen. Ja! Bist du hier lang gelaufen? Ja, Termin auf jeden Fall. Müssen wir nur gucken, wann. Wir müssen auch nicht so viel, so ein, zwei Stunden das talken, glaub mir. Ich hab schon zu Rumatra gesagt, das ist geiler Content für eure Kanäle, glaub mir. Oh, ey, auf jeden Fall. Du hast ja bei Henki, glaube ich, sogar zugeguckt bisschen, ne? Ich bin tot. Ja, ja, das fand ich geil. Ich hab grad den Ring gefunden, den Mold-Ring. Ich bin jetzt immun gegen das Sloan. Vor allen Dingen, Rumatra, du bist doch bestimmt, sei mal ehrlich, du bist doch jemand, der schadenfroh ist, wenn der anderen Leuten irgendwie die Tour vermiesen kann, ey, oder? Ich wäre gerne bei Sea of Thieves dabei, hab ich doch schon so kommuniziert. Ich bin mit Henki, aber ich glaube, ich habe Donnerstag Abend keine Zeit. Ja, wir können das ja auch einen anderen Tag machen, nur dass wir mal einen Termin machen. Wir zocken das. Ich bin am Montag mit Henki, am Ende, wo wir aufhören wollten, eine Dreiviertelstunde lang zwei Typen auf dem Schiff hinterher gefahren. Junge, die hatten so viele Schätze, ne? Die sind safe gerage-quittet, als wir die versenkt haben. Die waren so abgefuckt auf uns. Ja, aber wenn ich halt dann wieder mitzocke, wenn wir der Stream-Sniper des Todes haben, die uns abfucken wollen, ne? Das wird aber schwer zu Stream-Snipen, weil auf einen Server können nur ein paar Leute immer. Und wenn wir mit einer Galeone rumfahren zu viert, wird das noch schwerer für die Leute. Ja, ich glaube, die müssen dann Rumatra auch schon... und Henki, die haben ja Todes-Aim. Ja. Ich habe den Farmer's Head gefunden. Ich weiß nicht, den willst du halt's oder brauchst. Maul. Ja, da habe ich ja gerade erzählt. Der ist richtig gut. Ich habe kein Leben. Wie macht man nochmal einen Heilungstrank? Musst du an dem Alchemietisch machen. Brauchst du welche? Oh, guck mal, hier ist ein Farmer's Head gedroppt gerade. Der gibt 20 Health und 10% extra Harvest Chance. Halt's krass, Maul, oder? Echt? Farmer's Head. Brauchst du Heiltränke, Max? Nee. Gut, dann kriegst du keine von meinen. Bin ich jetzt beleidigt. Oh, scheiße. Ja, Karma. Der Farmer's Head ist geil. Und den Mold-Ring habe ich gefunden. 13% kriege ich Hitchens. Ich fände so eine Wardrobe geil, wo du dann, wenn du zum Beispiel Pflanzen machst, instant auf so ein Pflanzen-Equipment wechseln kannst. Ja. Lohnt sich ja dann. Was auch geil wäre Equipment, was die XP steigert, die man kriegt. Es gibt echt viel geilen Scheiß. Oh, hier ist Stein. Was heißt das? Ja, vielleicht haben wir Glück. Wenn solche Steine sind, können auch manchmal so Totenkopfstrukturen in der Nähe sein. Ihr müsst halt echt diese gelben Pflanzen mitnehmen. Ich baue die zwischendurch immer mal wieder ab, aber... Das kostet halt uns unnötig viel Zeit auch, ne? Das ist so Beilaufen, das ist so zack und weiter. Ah, ich weiß ja nicht. Slime? Gift? Wichtig. Wenn hier Gift ist, müssen wir uns immer umgucken. Da kann der Boss je nachdem sein. Ah, hier ist er aber nicht. Oh, das Gift reicht mir schon. Wir müssen die gigantische Giftfarm machen. Das ist wirklich das Stärkste. Weil Heilungstränke, was ist stärker als Heilungstränke? Übrigens. Das stimmt. Weißt du? Wir können Farmen, glaube ich, auch richtig effizient machen. Ich hatte jetzt schon mehrfach gesehen, wenn die Leute so eine Farm gebaut haben, du kannst ja mit der Schaufel machen, dass Schlucht ist, ne? Die haben bei sich in der Basis drumherum alles mit Schlucht gemacht und haben dann einen Fleck, wo die eine Farm haben mit diesen Slime-Dingern. Und da spawnen dann anscheinend relativ viele sogar. Ach so, smart. Weil du hast dann ja nur einen Punkt, wo die nur noch spawnen können. Weil die können ja nicht in der Luft spawnen. Ach echt, so geht das? Oh, was ist hier links? Ich war von aus, weil das, ich habe das jetzt mehrfach mit Screenshots von Leuten gesehen, dass sie ihre Farmen so bauen. Man kann auch eine Madenfarm machen. Würde uns das irgendwas bringen? Ja, Madenfleisch. Kannst auch Essen und Tränke mitmachen. Aber ist das stark? Ja, glaube schon. Madenfleisch erhöht die Crit-Chance. Hier sind drei Scarlet Bar. Poison Aid Potion. Wo hab ich den hingetan? Oh. Bin ich blind? Ich bin da oben, ne? Okay. Ja. Findest ja meine Brücke und dann auch den Gang, den ich da gebuddelt habe. Easy. Safe. Immer so viel Scheiße in dem Inventar. So Rasen einfach so, weißt du? Ja, ja. Gras und Büsche und so Scheiß.
Du läufst teilweise durch die Pflanzen durch. Du musst doch nur Linksklick machen. Oh, da hast einer eingesammelt. Geil. Ja, ich sammle nur hin und wieder ein. Ist geil. Kostet mich zu viel Zeit. So, ich würde jetzt eigentlich. Deine Picke ist ja der Wahnsinn. Ich würde jetzt hier so eine Picke nochmal finden. Na, nach links. Kann ich reparieren? Mal nach links gucken. Ah, warte, vielleicht geht's hier oben direkt darüber. Nee. Guck mal. Geil ist, wenn du mehrere von den Spitzhacken hast und dir geht eine kaputt, dann wechselt der direkt automatisch auf die nächste. Ja, das finde ich so satisfying. Oh, ist nicht unendlich. Scheiße, die kann kaputt gehen. Ich habe, glaube ich, einen Repair-Table dabei. Kann man den schon mit der Werkbank 1 bauen? Was braucht man dafür? Brauchst, glaube ich, Kupfer. Scheiße. Ich könnte ja nicht ungern zurück jetzt. Das hier weiter nach. Ja, das nach links. Das ist gut. Machen die Schaden? Hier ist noch einer von denen. Mach ich hier erstmal zurück. Ne, hier ist nichts. Oh, ein neues Melee-Talent. Ah, hatte ich noch neue Talente? Nö. Neues Melee-Talent. Oh, hier ist nochmal Gift. Schaufel kaputt. Oh, Schimmel. Boah, da sind so viele Tentakeln. Ich guck mir das mal an. Oh, Ivy's Ring. Lässig. Geburtstag ist schon geil. Oh, Ron hat mir einfach gerade über leckere Essen gebracht. Und ein Stück Kuchen. Natürlich. Sind meine absolute Schwäche. Kuchen? Nee, die Teile, die sind an. Ich weiß. Oh oh. Ah, ah. Oh mein Gott, der hat mich gerade getötet. Boah. Jetzt muss ich wieder heilen. Hast du doch ein paar Heiltränke? Hier. Alter, vielen Dank, Mann. Ja, wir müssen hier oben ganz viel Poison-Slimes töten und dann ganz viele Hardberries machen, dann können wir uns die 40% Heiltränke machen. Ja. Ich habe auch einen Skill, dass ich mehr Heiltränke rauskriege mit Glück. Warum? Ja, Crafting hochgeskillt. Bei Crafting ist das? Ja. Okay, das ist cool. What the fuck? Es wird immer schwerer hier. Hast du keine Ranged Weapon gegen die Tentakel? Nee. Oh, wie viel Essen wir haben, das ist ja geisteskrank. Alter, nein, ich bin mal schon. Ich finde, es sollte auch ein Skill geben, wenn man isst. Ja, cool. Nicht, wenn man es macht, sondern wenn man es konsumiert. Das war stark von dir. Krank. Kannst du das absichtlich triggern? Nee, ne? Nee, das hat 10% Chance. Oh, das ist richtig riesig diesmal hier. Das ist riesig, das ist ein gutes Zeichen, ne? Ich habe keine Ahnung, woran man erkennen kann, ob der Spinnenboss da ist, also in dem Dings. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe den bisher also auch noch nicht ist gefunden. Der garantiert. Das ist das größte Schimmel-Gegner-Scheiß, den wir je gefunden haben. Wir brauchen unendlich Slimes, das ist das Stärkste. Heiltränke ist auch das Allermächtigste.
Scheiße, scheiße. Oh, was ist das für einer? Das ist der Ring zu der Kette. What? Was bist du nicht mehr langsam? To mold infection. Soll ich das nehmen? Du wirst jetzt nicht mehr hier geslowt. Ist doch geil. Das nehmen wir mal raus. Okay, wohin weiter? Ah, warte, ich muss eben heilen. Ja, mein Schaden ist deutlich runtergegangen. Ja, deswegen ziehe ich das nicht an. Hä, wegen dem Ring oder was? Der gibt ja, doch Hit-Damage. Halt, der kriegt eine Chance. Ja, aber du hast dann halt weniger Durchschnittsschaden, ne? Das ist das Problem. Was gibt denn der andere Ring? Das ist schon geil, hier lang zu fetzen. Was gibt denn der andere Ring? Hier, Max, komm mal. Sonst anders. Komme. Max. 23% oder 16% Range. Damage. Was zum Fick? Ja, aber hier, also die Schnelligkeit ist doch wichtiger als andere Scheiß. Safe, Mann, safe. Ich will ganz doll unendlich, Heiltränke? Ja. Kriegen wir hin. Safe. Wir erkunden jetzt eine Weile. Die ganze Zeit werden wir erkunden, musst du überlegen. Farmen unsere Maschinen ja Materialien. Ja. Das heißt, wenn wir dann gleich vom Kunden zurückkommen, können wir einfach unendlich große automatische Farmen bauen. Slime-Übung. Oh, hier ist cool. Das Gift muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Leute, wenn man den Giftboden hat, kann man spawnen da Gift-Slimes und aus den Gift-Slimes kannst du Heiltränke machen, die starten. Das ist halt ein Dream. Und die Range-DD-Tränke. Echt? Den ist auch noch? Ja, der Range-Damage-Trank, der wird, glaube ich, mit den Slimes und du brauchst, glaube ich, einen Fisch dafür, einen bestimmten. Okay, Fisch ist dann wieder schwieriger. Ich will ja eh Angeln hochskillen, dann angel ich einige davon. Wahnsinn, wie viele Gift-Slimes. New Talent Point Mining. Was hast du da hochgeskillt? Ganz links musst du gehen. Ah, ich will sowieso über links. Das ist hier noch Mining Speed. Ah, hier oben ist auch wieder Gift. Ich wünschte, ich wäre nicht so schwach. Ja, wenn wir uns verloren, kannst du aber Instant Mining zu mir machen. Du musst einfach nur rechts rüber. Da kommt gleich Wasser und da ist eine lange Brücke hoch. Da bist du direkt bei mir. Aber ich glaube, du kommst nicht hier hin, wegen, weil da Gebüsche zwischen sind, ne? Hey, ich komm zu dir runter. Ja, was hier denn? Ah, hier war schon einer. Oh, hier war sogar noch mehr Slime, geil.
Oh. Hier oben ist sehr viel Slime, ne? Ja? Ja, komm mal zu mir hier hoch. Hier unten ist noch so ein... Scarlet Ore? Scarlet Ore, ja, gut. Ah. Oh, was ist das hier? So ein Zelt? Hab ich noch nie gesehen. Oh, hier ist eine Struktur. Komme. Das heißt, Struktur ist gut. Hier ist ein Scarlet Pickaxe drin. Struktur heißt immer, da ist irgendwas mit Kisten oder so. Oh. Hier haben wir einen Teleporter. Oh, hier ist ein Keen Potion. Oh. 32% Range Damage für 30 Sekunden. Wie kann man den herstellen? Mit einem Fisch, ne? Ja, genau. Fisch und ich glaube einen Gift Potion. Es kann aber auch sein, dass der ohne war. Ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Willst du den Potion nehmen? Wie lange hält denn der? 30 Sekunden. Nö. Gut, dann nicht. Boah, danke fürs Angebot. Das weiß ich zu schätzen. Dann werde ich den da jetzt drinnen lassen. Vielleicht brauchen wir den ja irgendwann mal. Oh, hier oben sind wieder Slimes. Stein ist immer ein gutes Zeichen, meintest du, gell? Bitte? Stein ist ein gutes Zeichen, hattest du mal gesagt. Ja, ist es das? Ja, also ich hatte in der Nähe manchmal schon so kleinere andere Steinstrukturen, so Platten am Boden. ...1930er Crit. Oh, hier ist Border. Oder ist das hier... Warte mal, ist das Border? Laufe ich gerade da lang, wo du lang gelaufen bist? Ja, ja. Ich glaube, ich bin hier an der Border. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute den Secret krassen Turbo-Boss finden? Absolut Glückschance. Ja, aber wie hoch ist diese Glückschance? Ja, keine Ahnung. Das kann sein, dass wir das ganze Biom absuchen und den an der letzten Stelle finden. Hm. Ich weiß ja nicht, wo der ist, weißt du? Der ist irgendwo hier in diesem riesen Biom. Mit der Spitzhacke macht das, die macht das Ganze schon ganz, ganz schön einfacher. Ja, definitiv. Deswegen sage ich ja, das Ziel sollte eigentlich sein, dass auch Max so eine hat, weil dann können wir viel schneller Fläche absuchen. Also, wenn wir getrennt laufen, sind wir natürlich schneller, ne? Weil wir tun ja dreimal so schnell die Fläche absuchen, wie wenn wir einzeln, also zusammenlaufen. Hm? Digga, läufst ja übel random rein. Du bist ja richtig schwer zu finden, Mann. Ich versuche hier einfach aufzudecken. Warum ist hier Struktur, die ich nicht abbauen kann? Guck mal, wo ich bin. Frage ich mich auch immer. Wo bist du denn gerade da? Guck mal. Ist lass da nach links gehen, Gita. Lass nach links gehen, lieber. Ist da eine Wand, die du nicht abbauen kannst? Ja, da ist eine Wand, die ich nicht abbauen kann. Es kann sein, dass da eine Struktur ist, wenn du um die herum abbaust, wo irgendwas drinne ist, ne? Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie das mit dem Boss ist, mit dieser Spinne, ob man sich überhaupt zu der reinbauen kann. Das kann sein, dass der Bossraum von so einer Struktur zum Teil umgeben ist. Weil hier ist halt keine World Border und nichts. Hier ist einfach nur... Hatte ich auch schon ein paar Mal gefunden. Ich baue da jetzt mal komplett rum und schau, was passiert. Lass mal lieber nach links, G-Time, oder? Ich würde jetzt hier quasi einmal nochmal so quer durch, dass wir erstmal so ein bisschen das Biom wirklich gezielter untersuchen, ne? Ah, okay. Macht es Sinn, die ganzen Wände da liegen zu lassen, wenn sie nicht despawnen? Nicht, dass das irgendwann den Server belastet?
Das System ist genauso aufgebaut wie in Minecraft ungefähr. Der lädt nur das, was in deinem Chunk ist. Okay, wenn zu viel liegt, liegt es auch nicht gut, oder? Ja, das lädt er ja dann nicht in der Zeit, wenn du nicht in der Nähe bist. Wenn du das sagst. Ich hab bei mir auf dem... Wollen wir da rein? Oh. Oh, wir sind schon drin. Wirklich. Hier ist nochmal der so ein Ring. Nehmen wir erstmal wieder mit. Hier ist einfach eine komplett eingebaute Struktur in Bedrock. Ich bin jetzt einmal komplett drumherum, da gibt es auch keinen Eingang. Das ist ja frustrierend. What the fuck, Double Hit kassiert. Der Donner ist geil, den du immer machst. Hast du ja auch, aber der kommt nur bei Melee Damage. Stimmt. Schon wieder so ein Schimmelding. Hier auch, bei mir auch. Boah. Geh mal zu dir. What? Ich wurde von irgendwo links oben angeschossen. Hast du das? Nee. Was war das? Da war so einer mit so einer Jagdflinte, der hat runtergeschossen. Krank. Wir kriegen immer mehr von diesen Pilzsporen zum Anpflanzen, das ist nice. Wir können hier auch so eine Farm von den Dingern ja machen, ne? Ja. Mhm. Lohnt sich das? Alter, krank, du hast so kranke Hits, ne? Wir brauchen mehr Heiltränke. Ah, für diese Biome brauchen wir sehr viel. Wenn ich Full Life habe, mache ich viel mehr Damage, aber ich habe nie Full Life. Alter, was? Was denn? Der hat da so richtig schräg durchgeschossen. Hier ist keine scheiß Tür. So wie ich? Stark. Wow! Einfach uns gespawnt! Ey, alle meine drei Pipes sind kaputt. Ich brauche einen Tisch und ich brauche Hilfe. Hier kommt einer. Oh? Da ist einer. Keine einzige Pipe mehr. Alle drei sind kaputt. Die gehen so schnell kaputt. Ich habe keinen Dreck. Ein Dreck? Scrap. Heilung. Ich guck mal, wo habe ich meinen Scrap? Wo ist der? Da. Danke, das ist stark. Zum Glück habe ich immer alles gut mit, ne? Ja, danke. Ach so, hier übrigens.
Was denn? Hunter Hood. Wo ist denn der Zeiger noch? Range Damage. Wie geil. Ja, jetzt sehe ich so doll aus wie ein Blasrohr-Kobold. Ich bleib hier gar nicht zu stehen, damit mein Debuff runtergeht. Was kann das? Ah, wenn ich stillstehe, mache ich extra Damage. Okay, also wenn ich Full Life hab, mache ich extra Damage und wenn ich stillstehe, mache ich extra Damage. Also einfach keinen Schaden kassieren und stehen bleiben. Ja. Was gibt der für Stats? Range Damage, Dodge Chance, Leben. Und die Passive, cool. Wir haben jetzt hier so einen riesen Bereich aufgedeckt bei diesem Schimmelding und nicht gefunden. Let's go, weiter. Hier links ist nochmal direkt. Da, hier geht's direkt weiter. Ich kann schon für 550 krippen. Auf Range. Jetzt muss ich heilen. Das ist ganz schön krass. Ich muss mich hier einmal ein bisschen weiter reinbauen. Aber diese Blasrohr-Scheißwichser machen echt am meisten Damage, ne? Weil die treffen immer so für 90 und... Cheater haben verloren, kacke, und ich bin so langsam. Hier unten ist ein Durchgang. Wir haben da oben eh alles aufgedeckt. Ja, ja. Hier ist direkt das nächste Schimmelding. Und direkt rein. Kranker Scheiß, das sind echt viele. Digga, die werden immer härter, die Biomen. What the fuck? Hier sind einfach so schon 8 Tentakel oder so. Das Problem ist, wenn die dich hitten, dass du dann halt nicht healst in der Zeit groß. Die Tentakel jetzt? Du Scheiße, jetzt hab ich den abgekriegt. Nee, hier halt's die. Maul, echt? Diese komischen Viecher, die damit rumlaufen, die Schimmelritter. Was Schimmelritter heißen die so? Ich nenne die Schimmelritter. Ach komm, ey. Oh no, 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 no! Du bist gestorben. Fuck. Eine Blowpipe. Oh, hier ist neu gespawnt. Ich habe noch eine Blowpipe für dich. Ich weiß nicht, noch wie viele eine. Du brauchst, aber. Na, irgendwann 3 schon wieder relativ schnell weg. Jetzt muss ich erstmal wieder heilen. Ich
Ich habe aber gleich mein Mining auf 65. What the fuck? Du hast ultra viel gespielt. Mining habe ich hochgelevelt, ja. Fuck, fuck. Wie gesagt, mein Ziel ist alle Skills auf 100. Oh mein Gott, er haut mich hier durch die Schräge, ne? Gut gerettet. Oh Gott. Digga, du machst guten Damage, ne? Ja, aber das ist doch das Gute. Jetzt kannst du schön hinten stehen. Oh, was ist das? Ich bin fast tot. Habt ihr was Krasses gefunden? Ja, vielleicht. Was ist das? Gigantische Maid. Was ist? Eine Puppe. Dekoartikel. Dekoartikel. Ey, ist das dein Ernst? Haben die einen Aimbot drin oder was? Oh nein. Naja, es sind Computer, die schießen. Also. Aber wie die schießen. Die berechnen richtig, wie die dir in den Lauf ballern, ey. Also ich habe keine Heiltränke mehr, ne? Ich muss gleich rausporten. Du bist gestorben. Ich bin stinksauer. Ich hab, da waren noch zwei Blowpipes. Gestorben einfach. Warum macht er das trotzdem an? Weißt du. Gestorben, fuck. Ich bin hier noch bei deinem Stuff, aber hier spawnt gerade alles wieder. Holy shit. Du musst es schaffen. Wir müssen gleich auch mal Karten synchronisieren. Oh, aber ja. Ich will eigentlich noch nicht zurück. Das Ding ist, ich umgehe einfach gerade diese Schimmelbiome. Ich scheiße einfach drauf. Ich sehe einen Schimmelbion und ich sage, okay, ich baue mich da einfach drum rum. Das geht auch. Das ist leider auch nicht gut. Ja, das Ding ist aber, wir gehen ja rein, weil wir diese Spinne auch versuchen zu finden, ne? Und die ist im Schimmelbiom? Ja. Ja gut, die ist aber wahrscheinlich auch von außen sichtbar, wenn ich da um das Schimmelbiom rumbaue, oder? Ich habe keine Ahnung, Romata. Ich weiß es nicht, ehrlich. Also die Giftfalle, die Giftfarm finde ich jetzt scheiße. Wieso? Die klappt nicht, die ist langsam und doof. Hey, die klappt doch wunderbar, da liegt doch sicher ein bisschen Stuff rum. Ja, 7. Der muss Holzfarm halt größer bauen. Gut, 136 Holz in der Zeit. Oh, geil, Alter. Oh, aber die richtige Slime-Farm ballert. Was ist mit deinem Stuff jetzt hier? Da musst du das Wichtigste von mitnehmen. Viel Spaß, Peter. Ja gut, ich guck dann, was ich als wichtig erachte. Genau. Also erstmal das ganze Essen einpacken. Also die normale Slime-Farm. Die ist auch ein bisschen größer als die andere, oder? Die normale. Also die normale Slime-Farm, die... Also das ist geil. Oh, guck mal, was für ein Scheiß. So. Und so. Okay. Das haben wir. Was hat der Händler hier nochmal? So. Hast du ein bisschen was mitnehmen können? Also die Samen sind zum Beispiel wichtig. Ich pack gerade das ganze Essen ein. Echt? Nein. Ja, Essen ist wichtig. Okay. Essen ist immer gut. Ist ja lebensnotwendig.
Oh, ich hasse es, dass die so lange brauchen zum Töten, diese Schimmelritter. Die stören mich irgendwie richtig. Warte mal. Bin mir nicht sicher, was mehr Damage macht. Die Blowpipe oder mein Feuerstab? Ganz schnell abhauen, bevor die mich jetzt töten. Oh. Wir müssen auch gleich mal Karten synchronisieren. Ich glaube, das ist wichtig. Damit ich weiß, wo ihr wart. Und damit ihr wisst, wo ich war. So, komm, wo bist du, Max? Da. Du dir deinen Stuff hier oben hinlegen, ja? Okay. Ah, kommt's jetzt, okay. Glow Tulip Samen haben wir zusammen. Ja. Geil. Warte, hier, das war noch von dir. Ich glaube, die hast du auch noch. Ich glaube, das. Ah, warte, hier ist noch ein Blasrohr, das habe ich mitgenommen. Und hier noch deine Sporen. Ja. Cool. Geil, danke, Mann. Bitte. Dann werde ich jetzt erstmal mich dran machen, was zu kochen, je nachdem. Digga, ich muss hier das mal abbauen, das geht ja hier gar nicht klar. Kann ich das hier sonst noch breiter machen? Nach oben? Pflanz auch mal ein bisschen was an. Du? Ja, wir brauchen ja Hardberries ohne Ende für Tränke auch. Stimmt. Wir müssen so dringend endlich da Sachen reinbringen für. Das ist so anstrengend, das in den Massen anzupflanzen. Das Anpflanzen geht. Das Gießen ist nur nervig. Ja, da haben auch schon ganz viele Leute gefragt im Discord, ob die nicht eine 3x3 Gießkanne reinbringen können. Ja, stimmt. Slimes, die Heiltränke sind so OP. Wenn ich Full Life habe, mache ich mehr Damage. Also die kann man sich ja die ganze Zeit poppen. Brauchen mehr diese Gift-Slimes. Wo kriegen wir jetzt mal so 2000 Gift-Slime-Groundboden her? Wo kriegen wir das her? Ich glaube, dass die so riesig zu bauen, das macht auch gar nicht so viel Sinn. Die Leute, die sowas gebaut haben, wo ich das gesehen habe, die haben die relativ klein immer gebaut. Die haben die auch mit diesen Stachelfallen gebaut. Auf dem Boden. Haben wir jetzt auch, ja. Alter, was ist denn hier in Rumatra seinem Raum oben los? Sind Rumatra? Da wieder Slimes oder was? Da sind haufenweise Slimes in deinem Bahnhof. Mann, ey. Ja, die mögen's da irgendwie. Oh. Ja? Ich hab außerdem deinen halben Bahnhof zerlegt. Ist egal. Kann das passieren? Der funktioniert eh nicht. Ich hab einen Slime angegriffen und dann ist da so ein Beam gekommen und hat alles zerstört. Das ist ja auch sau scheiße. Und was ist gekommen? Ja, hier dieser komische. Oh, ja, dieser Laserbeam. Warum macht er die eigenen Strukturen kaputt? Sicher, dass es nichts bringt, die riesig zu machen? Ich glaube doch. Ich sag, es bringt was. Ich sag, es bringt was. Mann, ich finde so viele von diesen Scheißstrukturen hier, aber nicht von den geilen, leider. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, die größer zu machen. Ich würde jetzt gefühlt sagen,
Man muss Geduld haben. Das ist Schwachsinn. Das ist ich halt glaube auch, Alter. Das ist so wie mit allem anderen im Leben. Musst du Geduld haben. Also glaube ich auch nicht. Entweder musst du alles aushöhlen oder vielleicht auch den normalen Slime abbauen oder irgendwas, wie das mit der Spawnrate ist. Da kann man sich schon an Minecraft ziemlich dran orientieren, denke ich. Einfach ein bisschen Geduld haben. Sieht man ja auch, dass bei deinem anderen viel mehr kommt. Viel, viel mehr, ja. Ja, ich glaube, dass bei der anderen habt ihr einfach mehr Geduld. Nee. Man muss Schleim unter die Fließbänder tun. Können die dann überhaupt noch spawnen? Frage ich mich auch gerade. Ich könnte Schleim unter die Fließbänder tun. Könnte ich machen, ja. Aber ist ja nur ein bisschen mehr. Weißt du? Ich gehe davon aus, dass die nicht so viel produziert, weil wir auch nicht durchgehend in der Basis sind. Und dann ist der Chunk hier nicht geladen, weißt du? Könnte sein, ja. Ich brauche Holz. Das sind alles Hardberries, lol. Kann man aus Slime irgendwie neuen Bodenslime machen? Nee, ne? Das wäre zu geil. Nee, du kannst nur andersrum aus Ground Slime Slime machen. Ah, schade, schade, schade. So, Martin, wir brauchen mehr Bohrer für mehr Holz, ne? Ja, kann ich gleich mal ein paar holen. Gut. Ich hab mir hier gerade nur noch durch so ein Schimmelbiom durch. Ich kämpf da gar nicht. Es sind viel zu viele und das ist super nervig. Ich habe Karten synchronisiert, Titan, du auch schon? Wir müssen zusammen an den Tisch gehen. Ja, wir müssen gleich zusammen alle mal an den Tisch. Muss man das zusammen? Echt? Muss das echt zusammen machen? Ja. Oh shit, Alter. Jetzt habe ich eventuell ein Problem. Und der Slime-Boss ist einfach schon da, den muss man nicht spawnen oder irgendwie so. Ja, G-Tem. Die ist einfach schon da, die Spinne auch. Echt jetzt? Die ist da einfach, die sieht man dann. Ja, die ist in dem Schleimbiom dann in so einer Höhle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du wirst doch schon recht haben. Wenn du das sagst, das denkst du ja nicht aus. Damn Crap. Oh. Was heißt oh? Ich hab wieder eine. Wieder eine kreisrunde Struktur gefunden, die aus Bedrock besteht. Wieder komplett ohne Eingang. Da muss was dran sein, Mann. Welcher Wochentag ist heute? Welcher Wochentag ist heute? Heute ist Dienstag? Ja, heute ist Dienstag, ne? Mhm. Krank. Ich hab grad irgendwie so Samstag-Vibes. Mhm. Oh! Ah, ne, scheiße. Hier war so ein Zelt. Hatte ich auch gefunden, dachte auch, das wäre gut. Aber hier sind nur ein paar von den Wichsern, die mir jetzt Leben abgezogen haben. Ja, ist doch doof. Hier unten ist 1 Milliarde Slime. Du hast gesagt, ich soll Höhlen also bauen. Tief bauen, ja? G-Time, tief? Abbauen mit der Schaufel. Also das habe ich nur auf Screenshots gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Einfluss darauf haben wird, dass dann ja nur dort Spawnfläche ist. Würde ich jetzt einfach so schätzen, ne?
Das Problem ist, es gibt halt keinen, wie bei Minecraft. Ja, was heißt Spawnfläche? Also wenn du nirgendwo in der Nähe Slime hast, dann können auch eh nirgendwo anders spawnen. Ich, wie gesagt, halt, ich weiß es nicht. Ich kann halt nur sagen, was ich so in anderen Screenshots von Leuten sehe, wie die das gebaut haben. Du hast halt hier nicht wie bei Minecraft so ein Wiki, wo du solche Sachen nachlesen kannst. Ja, das ist krass. Wir sind ja die Ersten, die das machen, gefühlt. Also hier ist eine Milliarde Slime. Echt Pioniere. Hier war halt ein riesiger Slime-Spawner neben dem Gift-Slime. Das kann ja nicht gut sein. Was ist die beste Schaufel, die man machen kann? Eisen. Eisen? Ja. Glaube ich dir nicht. Ich glaube, es gibt keine Scarlet Schaufel. Ich abhauen. Meine Strukturen hier sind ja alle wunderschön, aber so nutzlos. Hol mal kurz was zu trinken. Also wie viel Slime hier liegt, das ist ja illegal. Kein Wunder, dass kein Gift-Slime bei uns spawnt. Oh. Ah, ist da so viel? Ja, richtig krank viel was. Sind eigentlich unsere ganzen Erze und alles? Haben wir hier eine andere Kiste dafür? Ja, hier. Ey, Leute, wir haben ja nicht mal Eisenerz. Das ist ja richtig übel. Haben wir kein Eisenerz, Jungs? Eisenerz haben wir nicht? Nee, gar nichts. Wir haben aber sicher. Wir haben sicher in der Mine ganz viel. Wenn es funktioniert hätte, könnte ich jetzt sagen: Geh in den Bahnhof, da liegt alles, aber. Du musst leider hochlaufen und es abholen, das Eisenerz. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da liegen locker 100 oder 200 Eisenerz. Jetzt inzwischen wieder. Das finde ich noch satisfyinger, muss ich sagen. Dass du da irgendwie nach einer Zeit hingehst, dann ist da die Hölle los, so viel. So, alles abgebaut. Also, solange wie das nicht in die Base transportiert, finde ich es unnötig. Ja. Weil wenn du die Hacker hast, wie ich die habe, dann baust du so schnell ab und kriegst viel schneller alles gefarmt. Ja, es kommt, du kriegst halt nicht geschmolzen, der schmilzt ja auch automatisch. Du gehst da hin und kriegst wirklich einfach 200 ja, gut, fertig geschmolzene Eisen. Aber das ist schon satisfying. Du kannst das ja auch geil in die Basis packen und dann auch einen Schmelzer machen und der sortiert dir das direkt in die Kiste immer. Ja, da musst du halt aber dann. Okay, nehmen wir an, du kommst aus von der Erkundungszone zurück und brauchst Eisen. Jetzt kannst du entweder losgehen, das Eisen farmen und einschmelzen. Oder einfach das losgehen und. Das ist schon geil, dir, das ist schon das extrem geil. Soll ich sagen, wo du es herkriegst? Bei mir haben sich mehrere tausend Stacks, also mehrere tausend Eisen und Scarlet Ore und so angesammelt und die habe ich alle eingeschmolzen. Ich habe immer genug von allem. Und ich habe nicht einen einzigen Bohrer gemacht. Solange wie der das nicht automatisiert in die Base transportiert, finde ich den nicht so. Die Time-Karten synchronisieren. Müssen wir beide gleichzeitig hier ran? Ich glaube nicht. Doch. So, jetzt hat sich aktualisiert. Vielleicht nicht viel neu. Ja, gut, wir sind denselben Weg gelaufen. Aber es kam gar nichts dazu. Aber ja, ich hoffe. Das hoffe ich. Okay. Nee, ich find's auch so geil, aber ich fänd's noch viel, viel geiler, wenn's automatisiert in die Base gehen würde. Ja, ich denke mal, das Feedback werden die von den Leuten schon zu Genüge bekommen. Ich bin sogar auch auf den Discord gegangen und hab da gefragt, G-Time, gell? Echt? Am Abend noch, ja, ich bin auf Discord getrapped, hab gefragt, jo, habt ihr eine Möglichkeit gefunden? Alle haben mir gesagt, nee, Förderbänder hören auf, nach einer Weile zu funktionieren. Wie krank. Okay, jetzt nächster Step. Was machen wir jetzt? Was heißt das? Gegraule? Ja, ich graule einfach gerne. Ja. Nein, ich hab noch den Ring nochmal gefunden. Den Kit-Ring. Ist ziemlich satisfying, finde ich. Korrekt. Ich suche hier gerade noch. Also ich bin noch auf der Kundungstour. Also was sich für dich auch lohnen würde, Rumatra, ist der Sky-Ring, ne? Von dem Vieh. Von dem Titan. Warum? Der gibt Crit- und Melee-Schaden. Schaden oder Chance? Crit-Chance. Okay. Ja, den brauche ich dann auf jeden Fall auch noch. Crit-Chance und 13,5% Melee-Damage. Du kannst ihn ja zweimal legen. Du kannst ihn ja auch noch in der Single-Welt machen. Ja, werde ich dann machen. Da kannst du den zweimal holen. Ich habe mir den auch zweimal geholt.
Cool. Zeig mir mal den Alchemie-Table. Ja, der ist hier. Und wo ist der? Kannst du mir noch einen bauen? Hier ist einer. Was ist der? Zum Beispiel. Was ist der beste? Wo sind die besten Tränke? Ist der hier? Der obere. Da oben der. Da direkt da drüber. Der ist der bessere. Der? Oder der? Ah, hier. 5 Hardberry, 3 Poison Slime. Greater Healing Potion. Ja, tatsächlich. Und wie baut man so einen Tisch? An der Werkbank, an der Scarlet-Werkbank hast du den. Destillier-Table? Genau. Ne, warte, das ist ein Ring von dem Flugvieh und der gibt was? Lies mal vor, bitte. 7% Crit-Chance und 13,5% mehr Melee-Damage. Okay. Geil. Ich habe schon sehr wieder geil. So eine unabbaubare Struktur gefunden. Das ist so nervig irgendwie. Da ist ja auch gar nichts. Korrekt. Jetzt hast du es verstanden. Bringt diese Baumfarm eigentlich irgendwas? Ja. Ultra viel. Ich habe mir gerade 170 Holz rausgenommen. Okay. Welche meinst du? Die und welche? Ja. Die ist super stark. Wir brauchen nur mehr Bohrer. Es sind schon wieder 20 drin. Holz ist ein Wahnsinn. Ich kann das Ding größer bauen. Ich werde das Ding größer bauen. Ist doch geil. Dafür braucht man... Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Bohrer, ne? Ja, ich denke, wie gesagt, lass mich gleich mal eine kleine Tour machen. Sammelst du alles ein? Sammel ich alles ein und dann komme ich zurück und dann haben wir wahrscheinlich genug Materialien von allem. Aber ich bin ja gerade noch unterwegs. Ja. Also die Slime, das Ding hier ist echt Arschritze, muss ich einfach so sagen. Sorry. Ich überlege noch, ob ich diese Mold-Dinger bei mir spawnen lasse. Diese Schimmelbosse, ob ich da noch eine große Farm anlege. Aber ich hätte auch Bock, nochmal zu erkunden. Aber dafür müsste Rumatra wiederkommen. Ich will keine Dinger doppelt laufen. Ich warte eigentlich nur, dass Rumatra wiederkommt. Okay. Dann müssen wir aber alle drei nochmal kurz an den Tisch. Ja, lass machen. Sag, wenn du wiederkommen kannst. Wieso? Ich muss nicht nochmal an den Tisch eigentlich. Rumatra hat auch hier aufgedeckt. Weil ich hab ja mit dir synchronisiert, Max. Ja, aber du solltest sehen, ich hab viel aufgedeckt gerade. Also wirklich. Ja, aber ich gehe ja gerade in eine ganz andere Richtung hier, ne? Wo? Ich bin gerade Richtung Forgotten Runes gegangen. Okay, gut. Ja, das ist, wie gesagt, halt, also das kann sein, dass wir jetzt über mehrere Tage immer wieder ein paar Stunden spielen müssen und immer weiter aufdecken müssen. Also das ist wirklich darauf ausgelegt. Also ich würde gerne auch diese eine Axt haben. Kannst du mir die sonst ausleihen, Rumatra, wenn du hier die 1 Milliarde Bohrer baust? Ja. Kann ich. Am liebsten würde ich jetzt, also ich habe eigentlich echt gehofft, ich finde jetzt noch mal eine. Weil ich habe so scheiße viel aufgedeckt. Ich habe echt gedacht, ich gehe jetzt hier einfach los und finde schnell eine. Hat nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, die Struktur ist schon etwas seltener. Wir pflanzen die Hardberry Seeds nur ein einziges Mal heute an. Weil ehe ich die Welt wieder verlasse, muss ich die alle im Inventar haben wieder. Okay. Damit er sie auf die Solo-Welt mitnehmen kann. Dass ich sie da vermehren, also mehr Pflanzen anbauen kann. Weil jetzt habe ich den Garten-Level-Skill angefangen, jetzt will ich es durchziehen. Ich brauche momentan circa... Das ist dein oberstes Ziel, dann ist das Game für dich abgeschlossen, wenn du den Garten-Skill 100 hast. Nee, dann noch Range. Das willst du auch noch auf 100 bringen. Welches Level habe ich das? 59. Da finden wir irgendeine geile Farm, Mann. 100%. Wir werden gigantische Farm bauen. Wir werden das ganze Spawn-System herausfinden. Meinetwegen bauen wir die komplette Map ab und löschen alle Mobs-Spawner und alles, was es gibt. Und weißt du, was ich meine? Ja. Das wird so wie in Spark of Phoenix über der Nether-Decke eine Piglet-Farm. Komm her. Wir müssen das einfach echt in dem Spiel noch ein bisschen geiler machen, sodass man diese Farm wirklich gut bauen kann. So, ich habe synchronisiert. Echt? Ich bin seit langem gegangen, ich sehe das gar nicht. Ah, doch. War das der Weg?
Boah, 500 Low Tulip haben wir fast. Krank. Also die untere Slime Farm hier, die da ist gut Party drinne gerade. Ja, das stimmt. Au, oh, da wurde dick was aufgedeckt. Sauber gemacht, Rumatra. Aber nichts gefunden, leider. Nothing. Boah, da war 1 Million Gift-Slime. Du hast nichts mitgenommen? Nee, ich habe ihn nicht mitgenommen. Tut mir leid. Aber hab nicht dran gedacht. Oh, da sind aber 4 Scarlet-Dinger. 5. Oder ist es falsch? Doch, doch. Ja. Da, ich habe sau viele Scarlet-Dinger gefunden auch. 5 Stück? Das ist richtig. Kranker Scheiß. Okay, dein Job ist es jetzt, dass wir 6000 Scarlet-Bars haben. Go. Okay, warte kurz. Lass kurz losgehen erstmal. Erstmal meinen ganzen Scheiß einsortieren, den ich hab. Dieses Q-Drücken in Kisten ist super befriedigend. Ja. Ja, du gehst einfach an eine Kiste, drückst einmal Q und dann das machst du einmal bei jeder Kiste und alles ist genau perfekt einsortiert, da wo es hingehört. Ja, ist auch geil. Scarlet Bars. Ich geh Scarlet Bars holen. Mhm. Gut. Soll ich dann die Holzfarm größer bauen oder wie? Ja. Ja. Okay. Dann mache ich das. Achso, okay, er hat eine Spitzhacke. Stimmt. Okay. Dann hart. Dann kann ich jetzt selber nicht mehr erkunden gehen. Aber dann baue ich erstmal die Farm größer. Hier. In dem Licht. Oh. Alter, so ein Sound macht die. Soll ich dir meine Scarlet so lange geben? Ich hab noch meine Scarlet, ich bin nicht weggeworfen. Ich bin neue Strukturen. Ja, aber wieso neue Strukturen im alten Biom? Das verstehe ich nicht. Dann mach also. Wie kommen die da raus? Oh, hier kommen gerade 2 Slimes an. Ich guck mir das mal kurz an. Der rastet aus, springt rum, bringt aber nichts. Schaden an Wänden und an Fallen kann er nicht machen. Kriegt die ganze Zeit 60er Hits rein. Oh, wie viel Leben hat denn der? Der muss 10 Dinger fressen. Ja, der hat irgendwie 500 Leben. Jetzt kann man das Ding einsammeln. So, Hardberries willst du heute nicht mehr nochmal anpflanzen? Einmal, ich habe sie gerade angepflanzt, ja. Also hörst du gleich auf oder wie? Nee, das nicht. Aber ich will nicht im Studio die ganze Zeit nur pflanzen. Bis ich das Ding hoch habe. Weißt du, was ich meine? Ja, sonst würde ich die anpflanzen. Achso, sie wachsen jetzt einmal und dann pflanze ich sie gleich ab. Ja, lass doch lieber zusammen erkunden. Jeder sucht einfach. Ja, aber das Ding ist, wir brauchen ja Heiltränke. So akut sind die Heiltränke. Ja, also ich sehe schon Heiltränke als wichtig an für das. Ja, aber wir haben doch gar keinen Giftslime. Ja, den farmen wir ja jetzt hier nebenbei dann oben immer weiter. Ich gehe mal. So. Wo soll ich hin? Wir haben 104 Scarlet Bars. Ich gehe mal hier hoch. Wir haben 114 Eisen. Ich habe diesen Wurm in meiner Solo-Welt besiegt hier, der so rumfetzt. Der war ja richtig schwach. Jetzt habe ich auch gecheckt, ja. Warum ihr diesen schnell getötet habt. Der war richtig schwach. Wir werden alleine auch eine riesige Farm machen. Um unser Melee- und Range-Dings nach oben zu ballern. Weißt du, dass einfach 1000 Leute stehen und man einfach Auto-klicken kann und übel levelt. Dann baue ich jetzt die Scarlet Farm größer. Und Gita, du brauchst noch. Nee, du brauchst jetzt Eisen oder nicht? Nee, ich brauch nichts. Ich bin gerade hier oben, aber das kannst du, wie gesagt, ohne Heiltränke knicken, finde ich. Echt jetzt? Ja, es ist halt viel zu wenig Heal. Da musst du andauernd Pausen machen und so. Ja, gut, du willst ja die Spinne finden, gell? Ich habe jetzt eher nach dem Slimebot gesucht. Ich bin die einfach alle umgangen. Immer kurz reingedippt. Was gibt noch Critical Hit Chance? Gibt's eine Kette, die? Ja, die gibt's.
Hier baue ich mich rein. Baue ich mal hier lang, wo wir schon waren, aber so dazwischen. Ich hab den Gift-Slime-Boss. Halt's echt Maul. Jetzt? Ich hab den Gift-Slime-Boss gefunden. Halt's ja. Maul. Echt jetzt? Hier ist irgendwas gerade gewackelt. Ja, ja, ich hab ihn. Oh mein Gott, wo bist du? Hier, was, wo ich da bin, ist der. Oh, war ja der übel knapp dran. Oh nein. Wie sad. Das war mein Weg, den ich da gebaut habe. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ab zur Base und fuck, ich hab keinen Teleport. Ich hab keinen Teleport-Scheiß dabei. Ab zur Base und hin, den machen wir. Den legen wir heute. Den legen wir jetzt sofort. Ich versuche gerade noch herauszufinden, wo der ist, weil hier wackelt's die ganze Zeit. Ja, hier unten ist der, glaube ich. Oh mein Gott. Dann ja, ich hab ihn Gift da. Dann haben wir unendlich Gift. Schneller, Leute, schneller. Komm erstmal kurz zurück. Mute mich mal ganz kurz. Ich mache auch eine Folge davon. Warte. Wir brauchen auf jeden Fall Heiltränke jetzt. Ist der so stark? Ja, der ist richtig heftig. Digga, wieso komme ich nicht zurück auf den Weg? Ich hab noch ein paar Seeds, ich pack die mal in die Kiste. Cool. Haben wir noch Hardberries? Wächst gerade. Das dauert noch wenige Sekunden, dann sind die fertig. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall Tränke herstellen. Safe. Aber können wir doch ohne Giftslime eh nicht machen. Oder? Hm? Also wir haben ja Giftslime. Wir haben sehr viel sogar. Ja, ja. Wir haben 113. Warte, gibt es deine Pickel wieder, ne? Ja. Ich tue sie in diese Kiste. Nein, werf sie auf den Boden, dann macht sie einen geilen Sound aus. Also ich habe jetzt hier im jawohl Inventar 163 Giftslime. Okay, ich brauche Teleport. Haufenweise Hardberries, dann kann ich ein paar Tränke machen. TP-Item haben wir nochmal wo? Weiß es nicht. Ach, hier musst du vielleicht herstellen. Vielleicht haben wir hier ist Ivy's Ring. Das wolltet ihr mir doch geben, oder? Nee, den hast du einmal gefunden und dann wolltest du ihn benutzen, sobald du das doppelte Set hast. Aber haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Noch nichts kann von sein, Ivy, dass da jetzt was von droppt, weil der Boss heißt ja Ivy. Ist der. Ach, der. Ach, du Scheiße. Dann ist er dann was droppen. Okay, was muss ich jetzt nochmal mitnehmen? Ich hatte eben Teleport-Bag. Wo sind die? TP-Kiste. Die Callback-Dinger, wo haben wir das? Wisst ihr das, Gita? Musst du herstellen. Ach so, wie das denn? Mechanical Parts und oder? Ich glaube Mechanical Parts und Ancient Scheiß. Mach mir das bitte, ich check's gar nicht. Null. Okay, hier, ich drop die Hälfte. Ich hab 10 Stück gemacht. Perfekt. Danke, Mann. So, was willst du mein jetzt? Farmer-Set noch? Nee, hast du, gell? Hab ich schon, ja. Nehme ich dir mit in meine Solo-Welt. Was haben wir? Noch ein bisschen Solo-Weltkiste machen. Was brauchte ich? Ich brauchte eben nochmal Portback und sonst noch was? Repair Bench? Ne. Scheiß drauf. Ich hab jetzt, glaube ich, alles. Ja, mal zwischendurch immer mal wieder hier auch den ganzen Crap aus unseren Kisten, der zum Verkaufen ist, verkauft, ne? Damit ja, da mehr Platz wird. Oh, die Hardberries sind fertig, die ernte ich einmal, dann gehen wir los, ja? Mhm. Achso, gibt's irgendein Item? Das ist ganz, das wollte ich dich unbedingt fragen. Ich wollte dich ganz doll was fragen, G-Time. Ganz tolle Frage habe ich an dich. Mhm. Gibt es irgendein Item, womit ich schneller Melee-Attack mache? Also Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, sonst hat man immer so 2,5 Attacks. Was steht da? Attack per second. Gibt's irgendwas mit höher? Irgendwas. Irgendein Dolch oder irgendwas. Also 2,5 ist das höchste, was ich bisher gesehen habe. Dass man schneller ernten könnte. Oh, scheiße. Farmer hätte vergessen. Egal. Da ist noch gut was.
Gut, Chat, sehr gut. Chat ist gut. Farmers Head. Ach, es gibt ein Head und einen Ring. Und dann kann man noch einen Ring und dann kann man noch eine Kette haben. Kann man dann auch noch einen Farmers Buddy haben? Wahrscheinlich. Also ich habe es jetzt noch nicht gefunden, aber es kann sein, dass er sehr selten halt nur droppt. Wichtig, Gardening 85. 10% extra Damage, wenn das vergiftet ist. Ah, okay, die Hardberries sind fertig. Ja, ich ernte sie und gebe sie dir. Okay. Kann ich uns einige Potions machen. Ja, nimm mal noch mit die Blowpipe, Max, oder ich werf sie weg. Gib sie mir gerne. Obwohl, 3 reichen eigentlich, oder? Ja, 4, gib her. Danke. Die gehen echt schnell kaputt. Es gibt einen Dolch, der 3,3, sagen einige. Ja. Wäre geil. 3,3. Ja, das ist ein Scarlet-Dolch, den hab ich. Aber der ist richtig scheiße zum Kämpfen. Oder willst du nur zum Ernten? Zum Farmen, ich brauch's nur zum Farmen. Darf ich mal testen? Geht nicht. Ich probier's gerade. Nicht abfarmen, ne? Es geht halt nicht. Also. Du hättest alles es aber sonst gemacht. Ich bin mal gespannt jetzt mit dem Ring und mit dem Head, was eine Ernte an Hardberries ist. Das brauchen wir, Leute, für die Zauber. Für Heiltränke. Wie gesagt, Poison Slime und Hardberries brauchen wir. Ja, ja. So, mal schauen. Oha, schon wieder 66 Holz. Habt ihr da rausgenommen? Ja, oder? Ja. Oft. Ich hab heute schon über 300 rausgenommen. Ja, das ist so geil, Alter. Das höre ich so gerne. Das ist echt sehr stark. Das ist, glaube ich, die wichtigste Farm, die wir haben. Und die Gift geht ja noch nicht so richtig. Ja, ich gehe da jetzt nochmal. Ich gehe nochmal ein bisschen was dazu bauen. Während G-Time Dingens Zeug macht. Eine Ernte fertig. Ja, 500 Hardberries. Wohin? 500, Alter. Ich bin in der Base. So, dann tun wir die Dings weg. Die Ringe tauschen. Jetzt wäre zum Beispiel dieser Kin Potion ganz geil. Und Range Damage oder was? Ja, 30 Sekunden, 30% mehr Damage. Das ist, macht schon einiges aus, ne? Ja, klar. Safe. Ich komme zu dir. Wo bist du? Wo muss das hin? Drop mir einfach. 44 Slime, 550 Hardberries. Oh, nice. Dann mache ich jetzt mal Tränke. Sind die, und die sind instant? Ja. Ist geil. Kann ich... Wie viel kann man skillen? Alle 5... muss ich für ein Ding entscheiden. Dann habe ich mein Range-Ding verkackt. Habe ich mal 200 Ancient Coins? Ich habe das verkackt. Oh. So, von den Hardberries sind sogar noch welche übrig geblieben. Obwohl, solange ich noch nicht Max bin, brauche ich das nicht. Übrig geblieben? Ja. Tränke pack ich mal hier in die Hutkiste so lange. Digga, diese 4000 Glowing Berry Puddings. Healing Potions. Darf ich das mitnehmen? Ja, nimm dir. Die linken sind die dickeren. Ich hab mir davon jetzt einfach, weiß ich nicht, 12 Stück sind's. Nee. Ich hab auch 17, 12 dabei. 17 Stück habe ich mir abgezwackt, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit immer wieder das Zeug produzieren dabei. Und alles. Ja. Gib mir ein Destillier-Table, eine Solo-Welt, ein paar Hardberry-Seeds und dann gebe ich dir davon 8000 Tränke. Das ist nämlich noch ein weiter Weg bis Gardening. Full. Ich bin Level 85 und habe 34 extra Harvest-Chance. Das heißt, auf Level 100 werde ich 40% haben. Okay, let's go. Wollen wir klatschen? Let's go. Ich bin voll down. Ui, ich bin richtig down. Wir töten den. Ich will jetzt erstmal kurz noch meine Folge starten, ja? Gut, Folge starten, stattgegeben.
4 Glow. 4 Glow ist das gleiche und das gibt Speed. Okay, das esse ich immer. Repair-Tisch mitnehmen. Leute, vielen Dank für die Primes. Nee, brauchen wir nicht. Ich glaube nicht. Also, wir leben bitte nicht haben. Lass mal eine Coin-Kiste machen. Lass das hier mal die Coin-Kiste sein. So, Jungs, ich bin soweit. Was sagt ihr dazu? Wozu? Wir haben noch eine Coin-Kiste. Nö, hier sind überall Coins drin. Was ist denn hier falsch, oben auch mal Coins? Nein, nicht nur. Hier sind eigentlich ganz viele Coins drin. Hier unten, guck. Die ist gut, die nehmen wir. Hier tue ich die ganzen Coins rein, ja? Ja, da sind auch einfach schon... Was machst du da? Das so, du sortierst und ich zerstört halt diese... Du hast es voll zerstört, ja, ich hab's voll zerstört, sorry, Bro. Deswegen, ich kann ja so begrenzt sein. Kommt. Und es geht los. Ab zum Endgegner. Das wird geil. Oh, der Giftslime. Ihr checkt's nicht. Das ist der wichtigste Gegner. Das ist der wichtigste. Checkt ihr es mal kurz? Das ist auch richtig Glück, dass wir den so schnell jetzt gefunden haben. Ja, ihr versteht es, glaube ich, nicht. Wir können dann unendlich Heiltränke für immer machen. Vor allem, ich wäre halt zu 100% nicht nochmal denselben Weg gegangen, den ich schon gegangen bin. Ja, ich wäre auch jetzt richtig woanders gegangen. Ja, ich wäre komplett woanders hingegangen. Es ist so random, dass du da nochmal hingegangen bist, wo ich war. Da warst du gar nicht. Das ist das Zwischenstück gewesen. Ja, aber das ist sehr, sehr, also sehr, sehr nah da, wo ich dran war. Ja, aber wir müssen ja alles aufdecken. Wir müssen halt alles aufdecken, klar. Ne? Das ist das. Das ist krass. Deswegen habe ich vorhin zu dir ja gesagt, hier, Max, wir sollten das alles genauer untersuchen. Der ganze Chat schreibt, der Slime-Boss war direkt bei mir neben der Base. Habt ihr nach 5 Minuten gefunden. Der war direkt über meiner Base. Wir reden nicht vom Slime-Boss, wir reden vom Gift-Slime-Boss. Ihr merken, Scarlett. Matra, die ist dicht, ne? Ja. Jetzt über uns direkt dicht. Noch eine, die sind beide sehr dicht. Ich weiß. Ja, du musst bedenken, die meisten, die sind jetzt gerade mal so weit, dass sie den ersten Boss legen und wir sind jetzt halt schon absolut Endgame, ne? Ja. Korrekt. Ich meine, die Leute, ist klar, dass sie versuchen sich hier mit denen... Niemand ist so weit, das hat mich echt ein bisschen genervt. Ja, ich habe hier hoch. Oh, nochmal, die ist überall. Die Leute versuchen sich halt immer mit den Besten, der Besten zu messen. Korrekt. Aber ich finde es schade, ich google das Game oft. Ich ziehe mir jetzt schon italienische und französische Videos rein, aber selbst die sind nicht so weit wie wir. Ah, hier ist der Durchgang. Diese großen Pflanzen müsst ihr aber mal kaputt machen. Die geben ganz viele Samen. Oh, hier ist so ein Typ. Range Combat dazu bekommen. Chill kurz. 9 Punkt. Geskillt. Alter, hier waren 3 nebeneinander. Hey, ihr wartet und, nicht. Und hier rumpelt's jetzt? Nee, dauert noch kurz was. Bis okay. Es hey. Ich kenne den Weg nicht. Noch eine Scarlet. Warte, du musst hier mit Bohrern hochkommen. Ich muss dich jetzt noch ein letztes Mal fragen. Was braucht ein Bohrer? 10 Scarlet, 10 Eisen. Hier hinten kommt jetzt noch eine Scarlet gleich. Hier sind überall Scarlet Ores. Also ich habe inzwischen so viele Scarlet-Dinger gesehen. Ich glaube, Max will, dass du das ganze Biom, alle Dinger mit Scarlet-Dingern, also mit Bohrern bestückst. Nee, ich verstehe noch nicht, warum wir nicht 700 Holz die Minute machen. Ich habe euch verloren. Ihr seid viel schneller links. Als ich. Wie könnt... Links. Hier links, ja. Runter oder hoch? Links, weiter links, sind... links, links, runter. Links, 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 runter, links, runter. Links runter, genau, da runter. So. Da seid ihr gut. Ja, hier rumpelt's halt wirklich. Oh, hier ist so viel Gift, das will ich an die Scheiße. Hier unten ist der. Heilig. Oh, hier rumpelt's. Ja. Holy shit! Holy shit. Rumatra! Das ist Rumatra tot? Nein. Bist du tot? Oha, der hat besondere Attacken. Der hat besondere Attacken. Greif ihn bitte an. Ich hätte nicht gedacht, dass er so lange lebt. Wir sind doch voll OP. Ich habe auch nicht gedacht, dass er so lange lebt. Oh Junge, der G-Time kassiert ganz schön. Überlebst du das? Ich bin auf
fast full life. Oh, ich bin fast tot. Wieso heile ich mich so wenig? Wegen dem Slime auf dem Boden. Wegen Death Slimes. Digga, wie schnell wird der? Let's go! Gumatra darf looten, weil er hat heute Geburtstag. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin? Da ist nur haufenweise Slime drinne. Okay, holt eure Schaufeln raus, es geht los. What the fuck? Der hat jetzt nicht ein. Oh, doch, da ist was. G-Dam, du hast es bekommen. Oh. G-Dam ist gestorben. Das ist von einem normalen Slime gedroppt. Aber ey, warte mal. Ich will mal was ganz kurz testen. Wartet mal dort. Ich komme mal dahin. Ich hole jetzt mal bei dem Dings, bei dem NPC, die Statue für den Slime. Und wir gucken mal, wenn wir die da hinsetzen, ob der dann spawnt wieder. Oh ja. Matra, Schaufel hast du in der Hand, ne? Schaufel habe ich in der Hand immer. Super. Oh, ich bin schon unterwegs. Lass die Kiste mitnehmen. Das ist die coolste Kiste, die wir haben. Ach, der hat nochmal die Kette gedroppt, womit man immun gegen den Gifteffekt ist. Aber nee, er hat den Ring gedroppt. Achso. Es tut einen ja nicht richtig vergiften, oder? Oh mein Gott. Ah, den hattest du schon, oder? Den Harvest Ring hattest du schon, oder? Ey, den brauch ich nochmal. Den kann er nochmal noch zweimal haben. Halt's Maul, du hast den zweiten Harvest Ring, woher? Ja, den zweiten, der weiß ich nicht, gedroppt von irgendeinem Mob hier gerade. Oh mein Gott, du bist der Beste. Ich hab gerade den zweiten Harvest Ring. Das ist ein Harvest. Cool, den Harvest. Holy shit, Alter. Das ist so derbe Start, Mann. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Weil wenn das klappt, dann können wir so die ganze Zeit Poison Slime richtig viel farmen. Ja, weil wie viel war in der Kiste drinne? Ja, das war wenig. Aber wie viel hier liegt, jedes Mal, wo er hinspringt, macht er halt Slime. Das sah so aus, als wenn da 60, 70 Slime drinne waren. Ja, das ist doch gar nichts. Das ist richtig gut. Mit 160 Slime habe ich gerade irgendwie 50, 60 Tränke hergestellt. Ja, wir brauchen das für unsere Farm, den Slime. Das ist viel stärker, wenn er einmal springt, dass der diesen Slime Ground spawnt. Und dadurch können wir unendlich viele Slimes machen. Bin ich ehrlich nicht so überzeugt von, aber. Echt nicht? Ja, es ist halt. Weiß ich nicht, so eine Farm. Schnell Slime. Ich glaube auch, er verarscht uns. Nee, ich verarsche nicht. Ich kaufe mir einfach ein paar Mal diese Statue. Wenn ich ein paar Slime brauche, dann spawn ich den mir 3-4 Mal da, kill den und dann habe ich direkt 200 Slime. Bam. Wir müssen das hier nur mit der Schaufel abbauen und nur bei uns auf dem Boden placen. Die Förderbänder und alles haben wir schon. Aber so ineffizient, wie die Farmen aktuell sind. Warum geht's doch nicht? Wir müssen nichts mehr machen. Wir müssen nur noch hingehen, das Zeug abholen und haben unendlich von allem. Genau. Haben wir jetzt du musst keinen Finger krümmen. Haben wir aktuell 8000 Poison Slime? Ja, doch bald. Wir müssen nur das Spawn-System herausfinden, wie das okay, geht. Okay, denkt an meine Worte, wenn wir das dann nicht haben, ja? Ja. Passives Einkommen, so nämlich. Jetzt auf dem Weg hierher, weil ja noch so viel Slime. Ich hab jetzt schon 300 Ground Slime. Let's go. Das ist scheiße viel. Ich habe auch schon 200. Ich hab ein bisschen später angefangen als du leider. Ein bisschen geschlafen. Na, moin, G-Time. Moin. So, Romatra, wir müssen dann gleich ganz doll das herausfinden, wie das geht, ne? Wir bauen einfach erstmal ganz viel. Und kannst du Förderbänder auf den Slime legen? Ja. Geht das? Ja. Dann haben wir eh nochmal eine ganz andere Aufgabe. Dann machen wir jetzt erst überall Slime und da dann überall Förderbänder hin. Dann kommen die auch gar nicht weg. Weißt du, was ich meine? Dann machen wir alle Förderbänder in die Mitte auf ein Förderband. Und das geht dann... Ich bin gestorben. Wie das denn? Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Ist er wieder gespawnt? Ja, er ist wieder da. Wow. Ich nicht, Leute. Ich bin mir gerade gestorben. Ist wahrscheinlich tot. Den schaffst du doch niemals, G-Time. Bitte? Den schaffst du doch niemals alleine.
Shitam ist ein Macher. Ihr könnt das hinkriegen. Hier, ich will nur Ground Slime farmen. Ich bin angegriffen. Ja, ich auch. Das hat mich getötet. Das Ground Slime Farm hat mich getötet. Warum denn? Ja, weil ich angegriffen worden bin. Ach so, ich wurde von Mysterious Ivy angegriffen. Hm. Halt, dass das dunkel, wenn man keinen Leucht-Scheiß mehr hat, ne? Ey, das wird so stark gleich, Umatra. Checkst du es mal? Wir brauchen so viele Förderbänder, wir brauchen so viel Ground Slime. G-Time schafft ihn alleine. G-Time schafft ihn einfach alleine. G-Time ist ganz schön OP. Hilft G-Time, denn der will das auch alleine machen. Oh. Bist du tot? Nö, der liegt. Digga, du bist gut. Und hier sind Ivy's Pants drinne. Oh, was ist das? Ja, vom Set. Die geben halt 65 Maul. Leben und 31% Critical Hit Damage. Oh, okay. Critical Hit Damage mag ich, weil ich habe nur Critical Hit Chance alles. Ivy's Ring ist auch noch zweimal drin. Willst du die haben? Ja. Ja, hier unten ist die Kiste. Nimm sie die raus. Die Kiste spawnt auch nochmal. Ja. Können wir den nochmal machen? Ja, klar. Wir können jetzt, immer wenn der Goblin das Ding wieder im Angebot hat, das dauert was, können wir den wieder machen, den Boss. 26% Critical Hit Damage for a short duration after successfully applying poison. Okay. Und Range Attack Speed. Und das andere ist Critical Hit Damage und dann noch eine Critical Hit Chance. Na, ja, ist auf jeden Fall nice. Gönnt sich den ganzen Poison Slime. Ja, bring ich ja eh rein. Oh, das ist Romatra. Aber hast du den Stuff, um den jetzt noch direkt nochmal zu machen? Nee, wir müssten das wieder kaufen, das Ding. Das dauert kurz was, bis er es hat. Also wir sollten jetzt immer den Händler angucken, ob der das wieder drinne hat, das Item. Und wenn ja, kaufen wir das einfach, auch wenn wir den nicht legen. Dann sammeln wir die Items an, dann können wir irgendwann ganz oft den Boss machen. Okay, aber dann lass jetzt schnell alle den Boden-Slime schaufeln. Mach ich. Wenn wir kurz zu dritt schaufeln. Ich muss jetzt erst mal healen und ich beende mal eben meine Folge. Gut. Der spawnt echt neuen Ground-Slime immer, ne? Alter, das ist das Allergeilste. Spielst du die Hose, Max? Oder ja. Spielst du nur die Ringe? Okay. Ich muss die spielen. Hast du es nicht gecheckt? Nee. Ich gehe ja voll auf Gift. Wenn ich jemanden vergiftet habe, mache ich 26% mehr Critical Hit Chance. Hm. Und ich habe ja schon, wenn jemand vergiftet ist, mache ich 20% mehr Schaden. Stimmt, das ist stark. 26% mehr Crit-Chance und 20% mehr Schaden. Also wenn jemand vergiftet ist, ich Full-Life habe und stillstehe, dann haue ich Tausender Crits gefühlt raus. Das ist nicht ohne. Ich glaube, das Stillstehen-Ding ist halt krass. Wie lange musst du denn stillstehen dafür? 2 Sekunden. Hm, warte. Ich geb dir mal den Slime. Hier, nimm mal. Sind nur 300. Wir haben 1000, leck mich, wir haben alles, was wir brauchen. Ist das geil. Ja, lass jetzt zurück und richtig krass OP werden, Romatra. Okay. Oder wollen wir den einmal noch machen, den Gegner? Jetzt ist aber die Motivation oben, ne? Ja, jetzt ist sie da. Wie gesagt, wenn Gift kommt, ist Ende. Bitte, ich kann noch einmal machen. Ja, lass ihn noch einmal machen. Habt ihr noch Heal Potions? Ja, ja. Hab ich. Könnt ihr mir welche geben? Weil ich würde weiter erkunden gehen dann. Gucken, ob ich vielleicht noch so eine Struktur für so eine Spitzhacke finde. Ja, das wollte ich heute auch machen. Dann mach du Wir machen jetzt eine gigantische Giftfarm. Okay. Wir brauchen auch dein Gehirn. Gehirn? Weil
Ich komm zurück. Hören? Ja, ich hab noch, ich hab noch Potions. Ich kann dir die geben. Ich hab auch noch gut Potions. Willst du die haben? Ja, bitte. Ich bin absoluter Explorer in dem Game. Warst du das nicht auch bei Satisfactory? Ja, da habe ich auch immer auf, erkundet und so. Ich habe tatsächlich diesen Ivy String auch noch zweimal. Und ich habe einen Petal Ring. Ach ja, das ist der Farm Ring. Der ist auch in der Ringkiste. Digga, wird nämlich gejuked. Wollt ihr mich verarschen? Kann das jemand mal klippen? Der Typ hatte das beste Move auf diesem Planeten. So. Das war nicht normal, was er mit mir gemacht hat. Scarlet Ohr wollt ihr auch ganz viel haben, ne? Ja. Ich habe in der Basis übrigens schon über 100 wieder eingeschmolzen, Romatra, ne? Ja, ja, ich habe da auch noch 100 dazu getan. So, Romatra, müssen wir haben in der Basis jetzt, wir haben in der Basis jetzt gerade 200, nee, 300 Scarlet Ohr. Wir haben nicht mehr genug Eisen, sehe ich. Schaffst du easy, let's go. Ich porte back. Korrekt? Ja. Und dann bauen wir was Riesiges. Dann brauchen wir aber noch ganz viele Förderbänder, ne? Wenn du den Plan machen, wie du wolltest. Ja. Ich würde jetzt erstmal den Ground Slime platzieren. Ja, ja, safe. Ich gehe jetzt zurück. Ich habe 1050. Ja, den teilen wir jetzt gleich mal auf und dann, dann platzieren wir den komplett. Okay, ich backporte, ja? Ja. Obwohl, oh, hier ist noch mehr. Na, scheiß drauf, das ist so viel. Weg. Sicher, dass du auf Range gehen willst? Ja, ja. Ich hätte gerne eine Waffe, die Critical Hit Chance hoch hat. Gibt's sowas? Wie lange wollen wir heute noch machen? Scouts. Bisschen? Ich würde auch bisschen, wäre meine Antwort. Bisschen, ist ja schon wichtig. Was heißt bisschen ungefähr? Mir geht's jetzt nur darum, dann würde ich euch den Vorschlag machen, entweder könnte ich jetzt gleich in den Forgotten Rooms suchen. Weil da gibt es noch eine Struktur, wo noch ein Boss gemacht werden kann. Ja, dann such den. Okay. Gut, fertig. Scarlet. Das ist die neue, die Giftkiste ist die, unsere Coinkiste jetzt. Okay. Da kommen nur Coins rein. Lass auch einen Weltrekord machen, die richesten Spieler oder sowas, weißt du? Da machen wir irgendeine vollautomatische Holzfarm und das machen wir Autocraft mit dem höchsten Crafting-Skill zu dritt und irgendwie, weißt du? Also was ich auch insane fühlen wäre, wenn wir jetzt irgendwann mal in Richtung geiles Lagersystem gehen. Also so ein richtig geiles Lagersystem mit richtig vielen dicken Kisten und dass wir alles so richtig übel auf Vorrat haben. Finde ich gut. Tausende von Barren und alles. Ja, Romatra, 500 Ground Slime liegen. Den hol sie dir sofort ab. Sonst knallt's. Wo? Sonst knallt. Alter, da wo wir eben waren. Da, hier unten, da. Nimm sie. Ah! Wo waren wir denn da eben? Okay, komm, lass uns ein bisschen Ground Slime platzieren. Wie viel kam hier an? Oh, naja. Baust du nur nach oben weiter, oder? Nach links baue ich weiter. Ey, haben wir noch diese Crystal Skull Shards, oder wie die hießen? Ja, vielleicht. Oder hast du die alle verkauft gehabt, Romatra? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die nicht alle verkauft. War mir immer zu blöd, deswegen habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Wir brauchen auch erstmal mehr Förderbänder. Hatten wir davon nicht. Wir müssen die Förderbänder auch abbauen, die hier sind, und da nochmal Slime drunter platzieren. Weil das ist alles. Nee, man kann auch so Slime drunter platzieren. Echt? Okay. Während sie da sind, ja. Hier spawnt schon 1000, viel. 1000 Ground Slime ist geil, Digga. Außen ist ordentlich. Aber die Frage ist, können die Slimes auf einen Förderband-Slime spawnen? Förderband-Slime? Ja. Man kann Ground-Slime unter das Förderband packen. Aber die Frage ist, können sie darauf trotzdem spawnen? Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, nämlich. Ich sag ja. Ich habe in den Discord-Bildern gesehen, ich habe ein bisschen gestalkt. Die haben teilweise nur Förderbänder gehabt, bei allem, was sie hatten.
Die haben, also denen ihre Farmen bestanden nur aus Förderbändern. Das möchte ich sofort. Was kosten Förderbänder? Ich fordere jetzt 9000 Förderbänder an. Ich sag nur eins, das ist ein Moment für einen Level-Up-Hydration-Drink. Ich bin kurz ab. So, bis gleich. Fertig. Und nach unten können wir jetzt eigentlich auch noch ein bisschen, ne? Ich hab noch 200, ich bin fertig da oben. Ich hab jetzt alles hier, guck mal. Auf allen Förderbändern ist jetzt. Was ist das? Ich bin zu weit nach unten, weil hier ist so ein Scheißkack. Ach, das ist ein Scheißkack, Alter. Das ist echt ein Scheiß, ne? Das ist echt ein Scheiß. Ups. Ja, lass einfach nur. Lass halt nicht so weit nach unten. Müssen wir nicht. Reicht ja bis hier, so, guck. Und bis hier so, ja, okay, dann ist ja, das ja cool. Oder? Wir können es ja dann weiter nach hinten machen. Oh nein. Das ist ja nervig. Ja, ne? Ey, die spawnen einfach neben mir, die scheiß Slimes. Iu, da ist normaler Slime-Boden. Hast du noch? Ich habe noch ein paar. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich kann da nicht drüber bauen. Hm. Und wir müssen die ganzen Förderbänder in die Mitte drehen. Ja, alles in die Mitte, ne? Hab ich auch schon gesagt. Oder? Was denn? Nee, müssen wir eigentlich gar nicht. Nee, müssen wir nur am Ende machen. Wenn wir eh. Wenn wir eh alles machen. Oh Gott. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Holy shit, aber es ist. Weißt du, ich meine, wenn wir eh alles voller Förderbänder machen, dann könnt ihr auch erst. Dann kommt ihr eh nicht weg. Ja. Weißt du, ich meine, naja. Und die jetzt alles zu drehen, ist so viel Zeitaufwand. Wozu diese Farm? Damit kann man Heiltränke machen. Heiltränke ist so wahrscheinlich das Wertvollste in diesem Game. Zum Fighten und so. Ja, das ist so wertvoll, dass jeder Boss dir einen Debuff gibt. Egal, was für ein Mob dich angreift, deine Heiltränke werden gedebufft. Ja, aber dazwischen. Also auch gerade für mich, wenn ich Full Life habe, mache ich tausendmal mehr Damage. Das ist schon. Jungs, was mir letztes Mal aufgefallen ist, Rumatra, ne? Als ich AFK laufen lassen habe, ich habe kein Food verloren. Das heißt, wenn ich rumstehe, kann ich den unendlich laufen lassen, quasi. Das ist cool. Das sind ziemlich gute Neuigkeiten. Ich sag mal so, ich kann euch den Server auch tagelang hier offen lassen. Kein Problem, ihr müsst euch das halt nur mit Gift-Subs erkaufen, weil die Preise, die Energiepreise, wie ihr ja wisst, ne, aufgrund der aktuellen Lage sind die halt dementsprechend hoch. Oh, ich habe tatsächlich gerade gelesen, dass vor allem der Dieselpreis gar nicht so sehr angestiegen ist und dass die Konzerne sich da irgendwie abgesprochen haben und das jetzt nutzen, um noch mehr die Preise zu erhöhen. Also so eine Verschwörungstheorie oder wie? Nee, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach hart links, was Rumatra meint. Weil du kannst nämlich schauen, wie teuer die tatsächlichen Preise gestiegen sind. Also von dem nicht verarbeiteten Zeug. Und das ist gar nicht so viel mehr gestiegen. Das ist, also, das ist doppelte Preise. Verarschen die Leute einfach nur. Ja genau, die haben sich, also anscheinend haben die sich abgesprochen und haben einfach, weil die Leute gerade abgelenkt sind, die Preise nicht nur um 10 oder 20% erhöht, was gerechtfertigt wäre, sondern halt um 70-80%. Alle gemeinsam. Mhm. Und jetzt kostet der Liter Diesel halt 2,15 an der Autobahntankstelle. Alle Angaben ohne Gewehr hier von Rumatra. Alle Angaben ohne Gewehr. Alle Unternehmer extrem böse. Das ist nicht übelst. Vielleicht kommt da auch noch was. Ja, dann wahrscheinlich ist das strafbar. Rumatra hetzt einfach die ganze Bevölkerung auf. So, ich hab ein bisschen Bodenstuff geholt. 2,15, nee, 2,40 oder so. Also, und die, weil das ist witzig, habe ich gelesen, die Leute in Hamburg, die Fischer, die gehen gerade nicht mehr fischen. Weil sich's nicht lohnt. Die verfahren, weil denen ihre Spritpreise sind anscheinend irgendwie nochmal um 2,5-fache gestiegen. Und es lohnt sich jetzt gerade nicht für die lohnt sich's nicht, jetzt rauszufahren, zu fischen und zurückzufahren, weil der Sprit so teuer ist. Deswegen chillen die jetzt gerade. Das ist doch auch krass, oder? Und sich das generell noch so? Ja, es war wahrscheinlich schon eh hart an der Grenze, ja. Und jetzt, wo der Sprit doppelte kostet, ist es wahrscheinlich gar nicht mehr worth.
Ja. So, ich, meine Aufgabe ist tatsächlich, Förderbänder herstellen. Förderbänder herstellen, ganz viele. Mal schauen. Ja, wir haben echt Eisenproblem. Shit. Sind die Eisenquellen, die wir da hinten hatten, schon aufgebraucht? Nee, ich hab nicht gedacht, dass wir mehr Eisen brauchen als Scarlet. Wir haben irgendwie gerade 200 Scarlet und nur 30 Eisen. Das ist ein bisschen schwach natürlich. Das ist scheiße. Also die Slimefläche, die wir hinten haben, die ist jetzt schon huge, muss man einfach sagen. Ich hab mal 300 Förderbänder gemacht, komm mal her, wir verbauen die kurz. Hast du all deinen Slime verballert? Ja, hab ich. Cool. Gibt es irgendwelche Schuhe, dass du auf Giftslime schnell rennen kannst? Denk mal, die Schuhe, die Slime ignorieren den Slow-Effekt, die wirken auch dafür, also dieses Set. Okay. Könnte ich mir jetzt spawnen schon so viel. Krass. Echt? Ja, ja. Jetzt haben wir es auch echt nochmal deutlich vergrößert. Tut sich das jetzt schon mehr lohnen, die Farm, oder wie? Warte, ich geb dir, warte, stehen bleiben, Max. Ich probier kurz was. Hast du unter den Förderbändern schon platziert? Ja, hab ich. Geil. Kommen Sie her. Hier liegen 100. Sicher? Jaha. Jaha. Okay, nice. Oh, ist das geil. Ja, ja. Ja, das ist geil. Das ist geil. Da macht schon wieder sehr, 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 sehr viel Laune. Die werden da auch gut reingezackt, Alter. Ja, ne? Mhm. Ach, fuck, Alter. Ich muss das Eisen ranholen irgendwie. Ich hab halt jetzt alle... Ich hab jetzt halt irgendwie... irgendwie 25 Bohrer stehen halt bei der Holzfarm. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Eisenmangel. Ja. Das schaffst du schon irgendwie zu lösen, das Problem. Zum Not müssen wir ein bisschen. Das wird geil. Es gibt Fische, die immun machen. Okay. Ja, muss man die bestimmt erstmal angeln. Alter, du machst das, wird so geil. Ja, ja. Muss man aber schnell Eisen irgendwie ranholen. Scheiße. Alter, ich habe heute geboxt. Ja. Ich habe so kassiert, dass ich, nicht zwar K.O. war, aber ich habe so einen Leberhaken kassiert, das hat durch den ganzen Körper gezuckt, wo ich dachte, fuck. Von wem? Ich halt auf gar keinen Fall, war so ein, irgend so ein deutscher Meister, 71 Kilo, deutscher Meister. Oh, 71 Kilo. Aber der war richtig krass, der hat auch komplett durchgezogen, jetzt tut auch übel der Kiefer weh. Und der hat mir so einen Leberhaken gegeben, dass ich dann zwar nicht aufgegeben habe, aber ich konnte halt nicht mehr weiterkämpfen. Ich konnte höchstens in Deckung gehen. Und ich dachte, scheiße, ich hoffe, die Runde ist in 5 Sekunden vorbei. Ja. Das war krass. Der war fett. Der hat gefühlt in der gleichen Millisekunde mir 2 Bodyshots gegeben und 2 Kopftreffer. Einfach so, ich denke so, wie geht das überhaupt? Okay, die Förderbänder sind weg.
Ja, scheiße. Was gibt denn die Heilung? Mir tut meine linke Hand immer noch voll weh. Henki, ich hab mir auch da ganz doll. Wem, Henki? Ja, seine beiden Handgelenke sind gefühlt komplett im Arsch. Oh, scheiße. Ich habe mir da eine Sehne entzündet und jedes Mal, wenn ich jetzt jab und irgendwas treffe. Das war ja schon in Hamburg so, als wir geboxt haben. Und egal was ich treffe, das ist so ein höllischer Schmerz. Das ist krass. Und ich habe jetzt verbandagiert die Hand jetzt fünffach und schlag nicht mehr richtig zu mit der linken Hand einfach. Ja. So noch. Jetzt nur so wenig Eisen drin, da stimmt auch wieder irgendwas nicht. Hey, ich war ja doch. Was? Hier wurde ein einziges Eisen gemacht in der Zeit. Das ist Schwachsinn. Also das irgendwas stimmt hier auch einfach nicht manchmal. Hä? Ich Romatra, ey, an deinem Geburtstag bist du aber auch so eine richtige Diva. Ja, Schmutz. Wir haben kein Eisen. Aber ich kann die ganzen Förderbänder hier abbauen. Ja. Das mache ich mal. Dann haben wir wieder 400 Stück. Weil dadurch, dass es eh nicht funktioniert, dass ich die, Das Game triggert mich manchmal so. Dringend Eisen, oder wie? Ja, wenn du ein bisschen Eisen mitbringen könntest, wär's sick. Ja, ich bin ja eh gerade in den Forgotten Runes am Suchen. Ich bring gleich richtig viel mit dann. Strong. Ach ja, was mir auch aufgefallen ist, wenn du mehrere Bohrer an eine Eisenquelle machst, ist es wie, also es wird nicht jeder Bohrer arbeitet für sich, sondern wenn du jetzt quasi 8 Bohrer an eine Eisenquelle machst, verbesserst du quasi nur einen Bohrer. Also sprich, es kommt, die Ressource kommt immer hinter einem einzigen Bohrer raus. Kommt dann schneller raus. Genau, die kommt dann halt schneller raus. Aber die kommt dann so schnell raus, dass es nicht mehr reicht, wenn das nur in einen Ofen geht. Aber da es nur an einer Stelle rauskommt, kannst du nicht irgendwie 2 Greifarme machen, die das dann aufteilt. Also irgendwie 4 Bohrer machen dahin. Was ist denn, wie viele Bohrer brauchst du, dass es genauso schnell ist wie der Ofen? Das sind wahrscheinlich so 3-4 Bohrer. Das habe ich auch schon ausprobiert. Alles über 4 Bohrern ist dann schneller als der Ofen und ist dann quasi wasted. Und wird dann halt im Ofen gespeichert. Mhm. Aber ist halt doof. Du kannst nicht irgendwie 4 Bohrer an die eine Seite und 4 Bohrer an die andere. Weil es kommt immer nur an dem einen Bohrer was raus. Mhm. Glaubst du, dass ein fettes Update kommt in ein paar Wochen? Ich glaube schon. Wäre auch nur smart, Alter. Naja, es ist gerade echt ein ziemlich geiles Game. Also, es ist ja alles drin, es kombiniert sich. Also, ist es einfach nur ein perfektes Game für uns, oder? Ja, für uns halt. Auch einfach nur noch mehr Content. Ihr mögt so kämpfen und so ein Scheiß? Feier ich jetzt nicht so, aber einfach nur Sachen anbauen, des Sachenanbauens willen, reicht mir auch nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal so, zack, hier hast du 500 Hardberries, ich habe das komplette Settlement Gardening Level 85 und habe schon 500 Samen zusammengesammelt. Hier, gönn dir. Samen. Ich finde Bosskämpfe geil. Doch ja, auf jeden Fall. Wenn die so ultra legendäre, aber wie würdest du es finden, wenn, wenn wir keine Base hätten und nur gegen Bosse kämpfen müssten? Das wäre wieder scheiße. Ja, nee, aber das Prinzip ist halt so geil, weil du kümmerst dich zum Beispiel dann um das Produzieren und dann haben die Sachen, die du produzierst, auch einen Sinn, den sie erfüllen. Dass wir zum Beispiel gegen Bosse kämpfen können. Ja, genau. Oder wie in Rust, durch deine Farm baue. Nur eine Farm baue wäre über scheiße. Aber wenn ich eine Farm baue, wodurch ich, weiß nicht, Tabs, die voll OP machen kann, ist das schon geil. Oder Reapers, ne? Ach ja, schon, willst du Rust was mitspielen oder nicht? Nö.
Das war okay. Zu schnell. Ich spiel's einmal im Jahr. Okay. Wie viel Förderbänder glaubst du, kannst du heute noch herstellen, Romatan? Ich habe jetzt gerade 500 im Inventar. Die bringe ich gleich runter. Und wenn das Eisen durchgebaut ist, dann habe ich nochmal 250 oder so. Also wir haben gleich circa 700 Förderbänder, würde ich schätzen. Und wenn Gideon dann auch nochmal mit Eisen kommt, also wir kriegen auf jeden Fall die Fläche, die wir gerade mit Giftslime haben, kriegen wir voll mit Förderbändern heute. Halt's Maul, echt? Naja. Ist das sogar vielleicht auch gut, wenn die schneller sterben, weil dann schneller neue spawnen? Ja, sicherlich, sicherlich. Also, denke ich schon. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Scheiße. Ich komm zurück. Komm, ich gebe dir erstmal Förderbänder und dann bauen wir den Rest. Ich habe jetzt erstmal 500 Förderbänder. Wir müssen eh warten, bis der Scheiß. Aber macht es dann nicht eher Sinn, einen großen Raum zu bauen und da diese Stachelfallen rein? Ja, aber dann wird es nicht abtragen. Also, du bist ja nicht durch den ganzen Raum die ganze Zeit durchlaufen. Okay. Ich hätte da kein Problem mit. Nee, das soll alles schön mundgerecht einfach nur hergeliefert werden. Am besten wäre es ja. Halt noch, wenn es irgendwie einsortiert werden könnte. Und dann wäre es noch am krassesten, wenn es direkt verarbeitet werden würde. Und geil wäre dann noch, wenn passiv alle irgendwie XP dadurch kriegen. Oh, ist das smart hier, den Slime hier an der Wand? Du kannst ja Förderbänder machen, wie du magst. Klar. Ja, das stimmt auch wieder. Aber du musst jetzt alle einzeln drehen. Das bricht mich ein bisschen. Warte, ich gebe dir ein paar. Sekunde. Nee, musst du nicht, die können auch nach vorne gehen. Wie meinst du? Die können ja von hier nach hier gehen. Und eins geht dann von ja, hier. Ja, das stimmt. 250 Förderbänder, das ist ja genial. Ja, das waren die Förderbänder, die eigentlich als Main Hub. Die habe ich gerade alle abgebaut. Die lagen alle. Aber das Problem ist, das wird hier arschdunkel werden, ne? Weil wir keine Fackeln stehen haben können. Na, scheiß drauf, oder? Ja? Ja, was willst du jetzt machen? Das stimmt eigentlich auch wieder. Sieht das geil aus jetzt schon. Ja. Wir können ja ab und zu ein Förderband abbauen und die mit. Weißt du, was ich meine? Könnten wir machen. Hä, wie komisch sieht das denn hier aus? Aber sicher, dass die auch auf den Förderbändern spawnen können? Ich meine, der eine das gerade. Wir können ja gleich mal. Wir bauen ja alles voll mit Förderbändern und schauen dann gleich einfach mal. Aber ich meine ja. Ich meine, die spawnen auf Förderbändern. Jetzt müssen wir halt noch gucken, wie es ist. Wie kriegt man die Spawnrate insgesamt höher? Müssen wir alle Slimes in den nächsten 200 Feldern abbauen? Oder dass da auch keine normalen Slimes spawnen können, weißt du? Ja. Das sind so Sachen, die wissen wir noch nicht. Mir extra Laptop gekauft für das Game. Wieso sieht das so komisch aus? Ja, manchmal ist da so ein Bug, das habe ich auch jetzt ein paar Mal gehabt. Behoben. Junge, mal, die machen so viel Damage, diese scheiß Slimes. Oder? Ja, die springen mich auch. Kein Wunder, dass die Bohrer das nicht aushalten. Ich würde das auch nicht aushalten. Oh, es ist gerade einer auf dem Förderband gespawnt, direkt jawohl. Neben mir. Let's motherfucking go. Wichtig. Ich baue jetzt hier mal die Lichter ab, weil. Ja. Ja, die werden da ordentlich reingesackt, Alter. What the fuck? Was machst du da? Ja, weil. Oh, wieder einer gespawnt. Ja, wieder einer gespawnt, ja. Ich hab schon wieder diese.
Oh mein Gott. Na? Remedaisy Necklace, immune to poison. Dreimal die Kette jetzt. Oh, schade. Ich dachte, das wäre krass. Ist doch eine gute Kette trotzdem. Wie kann man das hier noch cooler einsammeln? Ja, definitiv. Ja, gar nicht, glaube ich. Hatten wir schon gar mal. Gar nicht. Aber hier ist eine Tür, ne? Ach so, ja, Tür und zu. Das ist doch geil. Tür ja, auf, ja, ja, das ist eine Tür. Zu. Da habe ich eine Tür hingebaut. Dann kannst du den Kran nochmal wegmachen. Der verwirrt doch nur, oder? Der verwirrt nur, ja. Den habe ich hingestellt. Ich habe den hingestellt, weil ich dachte, vielleicht. 170 Poison Slime? Woher? Ja, vom Boss. Echt? Er gibt jedes Mal um die 60-70 Poison Slime. Übrigens, Romatra, ich habe gerade einen Clear Gemstone gefunden. Falls du das Schwert haben willst, können wir das jetzt machen. Schwert? Schwert. Das Legendäre. Ja. Okay. Was wünscht er sich halt auch zum Geburtstag? Romatra hat heute sich arschdunkel. Er kriegt jeden Wunsch erfüllt, Max. Sechs Minuten habe ich noch. Bist du noch drinnen, Romatra? Ja. Ist aber sehr dunkel geworden jetzt. Ist echt richtig dunkel geworden. Das ist so gut, ne? Das hat doch noch keiner. Das hat doch noch keiner. Das ist jetzt wie in Clash Royale die Anfangszeit damals. Wo ich dann gefühlt meine Videos zwar komplett auf Deutsch mache und diesen automatischen vom Algorithmus erstellten Untertitel mache, aber meine Titel und Thumbnail komplett auf Englisch mache. Weil es zu... weil das zu viel auch international angeschaut wird. Weißt du, stell dir vor, irgendein Typ grindet das Game übelst in Indien oder in Spanien oder in Portugal oder was. Die würden sich so freuen, wenn sie so ein Video hier finden. Oder sich dann auch die Frage stellen, ja, spawnt das denn überhaupt auf Förderbändern und sowas? Geil. Okay, wo kriegen wir jetzt mehr Förderbänder hin? Ja. Ich kann nochmal ein paar hundert herstellen jetzt. Das reicht nicht. Ich brauche eine Eisen. Ich zapfe eine Eisenquelle an. Gib mir einmal alles, was ich für eine Eisenquelle brauche. Das ist nicht so schnell. Das ist sau langsam. Das, also wenn du jetzt auf schnell mehr Förderbänder haben willst, dann gehen wir gleich. Dann gehen wir jetzt einmal Eisen farmen. Ich baue hier einmal den Kran ab, ne? Oh mein Gott. Und den Elektro. Kran, Elektro. Was brauchen wir noch? Ofen brauchen wir nicht unbedingt, oder? Diese 300 Holz drin. Halt's Maul. Hast du echt noch jetzt? Mehr Bohrer? Ja, ja, ja. Guck mal, wie viele Bohrer da entstehen. Oh, krank. Krank. Das ist sehr gut. Okay, gib mir alles für eine Eisenquelle, bitte jetzt. Ja, ich will auch einmal selber wissen, wie es geht. Okay, hier. Ich hab einen Kran. Komm mit. Ich hab einen Kran, Elektro und Bohrer. Du brauchst Kran, Elektro, Bohrer, du brauchst einen Ofen, du brauchst ein paar Förderbänder. Ist das hier ein Zelt? Hab ich hingestellt. Ey, du Wichser! Stell's bitte wieder hin. Heute ist mein Geburtstag. Boah, ich wollte es gerade schon echt in den Müll schmeißen. Ich hasse das Zelt. Ja, okay, komm. Ich heb dir, was du brauchst. Du hast den Kran, du hast Elektro. Hier, du brauchst ein paar. Das sind die Wires. Elektro, Kran, Drill, Wires? Förderbänder? Fertig. Wenn du den Kran hast, den Ofen, die Wires, den Elektro... Ich hab keinen Ofen. Ofen müssen wir machen noch. Ofen, kann ich den machen? Furnace, ja. Komm her. Komme sofort. Sprühe hier kurz das und das rein. Das kann weg. Ey, unsere Base ist so geil. Ja, Ofen liegt. Ofen liegt. Okay. Ja, jetzt musst du eigentlich nur noch ein Eisen finden. Easy. Gibst du deine Picke? Nee, ne? Nee, wieso denn? Du machst doch hier eh jetzt ganz viel Eisen. Ja, bin ich jetzt Eisen farmen, oder? Ach so, ich dachte, du gehst jetzt. Kann euch gleich dann, wie gesagt, Eisen auch mitbringen, ne? Ich hab jetzt schon über 100. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, tatsächlich. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Ich würde einfach weiter das Biom durchsuchen da oben. Nee. Ja, ich kann ja nichts machen gerade. Ich kann gerade nichts machen. Förderbänder herstellen und aufstellen. Ja, aber wir haben kein Eisen. Wie soll ich Förderbänder ohne Eisen herstellen? Ach so, du hast doch gesagt, du kannst ja noch mal ein paar hundert machen, hast du gerade gesagt. Ja, wenn Gita mit dem Eisen da ist, dann geht das. Ach so, okay. Und solange Gita nicht da ist, kann ich eigentlich auch selber kurz Eisen farmen gehen.
Wo ist denn G-Time überhaupt? Da oben? Mhm. Hä, wieso ist hier kein Bohrer mehr an dem Eisen? Den habe ich umgezogen, nach oben. Kannst du wieder, du kannst direkt wieder da bauen, wenn du magst. Den habe ich nach oben umgezogen, weil ich alles an einem Ort haben wollte. Weißt du, was ich meine? Weil ich hab einen Ort gesucht, wo so viele Erzvorkommen wie möglich an einem Ort sind. Und der war halt nicht hier. Okay, dann gucken wir mal einmal, ob ich es richtig mache. Bora? Nee, stopp, wenn du... Warte. Komm mal Bora. Mit. Nee. Okay, da hinten wäre ein Gewässer cooler Ort gewesen, aber hier ist auch noch ein Bora. Ja. Die machen es nach hinten. Na? Hm? So? Ja, schon? Warte. Ah. Na, so? So? Ja? Jetzt das Wire? Was ist denn hier? Ist das hier Wire auf dem Boden? Das Wire, ja. Das habe ich noch von vorher. Ein Stromgenerator? Ofen. Mhm. Fertig? Fertig. Ah, nee, du musst dem Kran noch Strom geben. Hat der Strom? Das sehen wir dann gleich. Das weiß ich auch nie. Aber du musst noch, guck mal, das hier musst du wegmachen. So. Er hat Strom. Was war das? Ach so, der muss das da hinlegen, okay. Genau. Weil sonst fährt er das manchmal zu weit. Jetzt müssen wir warten, bis er jetzt rauskommt. Das sollte aber eigentlich funktionieren so. Warum machst du das nicht? Warum machen wir das nicht eben an jedes Scarlet- und Eisenvorkommen, die es gibt? Ich habe irgendwie die Angst, dass ich den Überblick verliere. Weißt du, was ich meine? Wenn ich das jetzt 10-mal baue, dann muss ich jedes Mal 10 verschiedene Eisenvorkommen ablaufen. Das finde ich irgendwie ungeil. Das finde ich unbefriedigend. Jetzt sind nur zwei vergisst. Die bauen das ja ab, bis es weg ist. Dann gehst du da hin und dann sind da 1200 Eisen. Das stimmt. Ich meine, das kostet ja nicht so viel. Ja, ein geil. 40 Eisen und 40 Skale kostet es circa. Dann brauchen wir nur einen Bohrer. Nee, sollten schon drei sein. Wieso? Ich glaube, mit drei läuft der Ofen quasi dauerhaft. Glaube ich. Okay, mit drei also, oder mit vier läuft der Ofen dauerhaft. Also... Das kostet jetzt 40 Scarlet und 40 Eisen. Genau. Aber wir haben jetzt gerade schon 2 Eisen gemacht. Ja. Das wird ja noch mega abgehen. Das stimmt. Wir können das noch. Komm mal mit. Wir haben hier hinten so eine geile Quelle. Warte mal. Ich weiß nicht. Ja, lass es direkt machen. Nee, nicht hier. Komm mal mit. Aber nur Eisen, oder? Wir müssen Eisenquellen finden. Okay. Ich mach Eisen, du Scarlet. Okay. Weil da oben waren da noch 4 Scarlet-Quellen nebeneinander, die du gefunden hattest. Mhm. Ja, wenn wir die abbauen, dann ist fertig. Also, weißt du was? Dann hier ist Eisen, einmal komm hin. Her. Du bist hier nach oben gelaufen? Ja, oben. Ja. Guck mal, hier ist nämlich auch so ein... Also hier ist halt Gold, Eisen und Kupfer an einem. Das ist halt ganz geil. Hier kannst du eine einzige Powerquelle hinstellen und alles gleichzeitig farmen. Das ist echt nice. Ist da sonst noch irgendwas? Hier hinten ist nochmal Kupfer. Aber Kupfer brauchen wir nicht so unbedingt. Nee, ne? Das hält sich. Und, ich glaube, hier links war auch noch eine Eisenquelle. G-Time, bist du noch da? Noch da, ja. Gut. Die ist näher an der hier. Warte mal, ich glaube, hier unten. Komm mal her. Die hatte ich gefunden, ja. Die war genau, hier. Dann würde ich die hier noch. Dann würde ich erstmal die hier benutzen. Weil die einfach näher ist. Sieht man aber sehr schwer auf der Karte, ne? Ja, aber nicht, wenn du jetzt hier ein bisschen umgebaut hast. Wenn es jetzt ein riesiges Viereck ist. Und es ist direkt neben der anderen Eisenquelle, also...
Also warum hier nicht die ganze Zeit Bohrer dran waren, aber dafür 80 Bohrer am Holz, das verstehe ich nicht. Okay, ja. Dann stell du mal kurz die Sachen her. Wir haben nicht mehr die Sachen, um die Sachen herzustellen. Das ist doch das Problem. Das ist doch das große Problem gerade. Wir könnten kurzzeitig die Bohrerproduktion, also die Holzproduktion runterfahren. Aber ja, das fände ich ein bisschen unbefriedigend. Naja, um dann halt mehr zu machen. Wir haben doch jetzt wieder 400. Das stimmt, okay. Ich hol noch mal ein Setup für das Eisen unten, okay? Ja. Oh, der macht so viel Holz. Ich komm hier an. Das sind 300 Holz hier drin, Max. Es sieht so geil aus. Mann. Und das können wir in Coins umwandeln mit dem Händler. Ja, ja, wir können das in Coins umwandeln. Scheiße, jetzt muss ich echt hier... Ja, ich hol noch... Hol das. Ja, ich hol noch mal 3 Stück. Scheiß drauf. Ich brauche unbedingt so eine Powerpicke, ne? Ja. Bin ich ehrlich. Ofen. Hast du die Wire noch, wenn ich jetzt komme? Ja. Hast du noch die Förderbänder? Ja. Okay. Hab ich alles. Okay, dann komme ich jetzt. Dann haben wir wieder alles, um nochmal so ein Setup beim Eisen zu machen. Was ich ja schade finde, ist, dass es wirklich nicht geht, dass wir das alles automatisch in die Base transportieren. Das würde mich so... Finde ich echt nicht so schlimm. Das finde ich richtig schlimm. Das tötet mich fast. Wir waren jetzt in 0,0 Sekunden hier. Wir brauchen jetzt so auf einem Schlag 200 Eisen. Das gibt's hier einfach. Weißt du, das meine ich halt. Okay, komm mal her. Da. Was brauchst du? Naja, die platziert gerne die Förderbänder. Achso, soll ich das machen? Okay. Ja, Wire und Förderbänder. Die Mucke von dem Game ist geil. Oh, ich kann hier wieder Vitality hochpumpen. 4% Damage while you're at low health? Nee. Nächstes Eisen gesetzt. Was geil wäre, wenn wir hier halt nochmal eins finden irgendwo. Ups. Man erkennt die Dinger halt so schlecht auf der Karte leider. Aber jetzt hier nochmal eine Eisenquelle würde ich halt mies fühlen. Healing Potions also here for 6% of health gain from the potion over time. Oh, das ist ja aber auch geil. Das ist beides ziemlich gut. Ich muss das irgendwann noch mein Teil da resetten. Okay, was brauchen wir jetzt, wenn wir noch mal 3 Bohrer machen wollen? Da oben war ja noch mal eins. Eisen. Wir brauchen nur Eisen. Okay, lass jetzt mal schnell Eisen farmen. Eisen farmen und noch so ein Eisending suchen. Ja, also das Eisending können wir hier oben nehmen. Gleich, oder ist hier oben eins? Dann lass Eisen noch manuell abbauen, das ist gut. Ja. Okay, ich habe noch ein Eisen gefunden hier oben, direkt in der Nähe. Lass das doch direkt daneben. Guck mal. Tatsache. Dann haben wir 3 Eisenquellen direkt und angezapft. Guck. Ich kann ja so viel langsamer abbauen als du. Ja, ich one-shot einfach alles. Cheetah, ich brauche unbedingt so eine Power-Picke. Die Power-Picke ist also echt super. Also ich kann dir jederzeit eine geben. Das ist nicht das Problem. Wieso? Weil ich noch 2 hab. Wie, hast du 2, Ich hab bei mir 3 Stück gefunden. Nehmen Sie die Gold. Einfach. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde die nehmen, weil ich habe ja das eine Skalding gefunden. Dann gebe ich dir gleich. Das ist ja der Content. So, finde ein Skalding, kriegst du eine Eisen. Jetzt, den konnte ich jetzt nicht machen, weil... Ich Geburtstag habe. Weil Rumatra Geburtstag hatte. So. Hatte, ja. Oh, das ist so ein Riesenorg. Ist so schwach geworden, ne? Ja, der war mal so ein Endgegner und ist einfach jetzt so. Der war mal so krass. Als wir den gefunden haben, sind wir alle immer weggerannt. Jetzt ist der so ass. Da ist noch so einer. Oh, die will jetzt mal richtig klatschen. Die können ja gar nichts mehr machen.
mal ran auf Meter, die hole ich mir. Oh, Eisen. Hol ihn dir. Oh, er hat die Axt gedroppt, die coole. Die du Cheetah am Anfang gegeben hast, die Battle Axe. Oh, was ist hier rechts? Hier ist was Besonderes? Das ist eine goldene Karotte. Golden Carrot. Ah, okay. Golden Carrot. Oh. Candy cooked. Krass. Wie kriegt man das? Kann man das auch selber irgendwie machen? Ja, wenn du den Skill hast, ganz unten im Talentbau bei Garten. Aber sonst nicht, nur mit dem Skill. Nur mit dem Skill. Was kann der Skill? Ja, dass du goldene Früchte kriegen kannst oder Gemüse halt. Oh, das ist doch krass, oder? Und die geben nochmal dickere Bonis, wenn du die kochst. Boah, ich bin ja so schnell am hier durchmeinen mit dieser Pickaxe. Ja, ich will das auch. Oh, ein Goldohr. Das sieht cool aus. Aber wir finden aber auch so ganz gut Eisen schnell, ne? Wo sind die besten Fisch-Spots? Überall, wo Wasser ist und Strudel. Ja? Ja. Nochmal Eisen. Wie, wo Wasser ist und Strudel? Ja, wenn du Wasser hast und dann sind da im Gibt es nicht irgendein Biom, wo stärkere, wo krassere Fische sind? In jedem Biom gibt es andere Fische. Aber die sind dann, also es gibt nicht einen Fisch, der mehr levelt oder sowas, ne? Nein, nein, die tun alle gleich leveln, aber die haben unterschiedliche Effekte, je nachdem. Hast du schon einen Plan, wie du deinen Angelskill maxen willst? Ja, ich werde die ganze Zeit angeln. Aber nee, ich meine, welche Angel? Gibt es irgendein extra Angel-XP-Item oder so, weißt du? Nee, leider nicht. Sowas gibt's gar nicht, glaube ich, so XP-Items. Fände ich halt ganz geil, wenn sie es reinbringen. Oder irgendwie, wenn man schneller angelt oder irgendwas, weißt du? Das kannst du skillen später. Dass Fische und so schneller anbeißen und alles. Ja, aber das. Also, dadurch levelst du ja nicht schneller den Skill. Doch, du weil du, später. Du musst ja weniger warten, bis ein Fisch anbeißt. Ja, das schon, aber. So, und dann kannst du auch noch leveln, dass du die schneller einholst und all so ein Kram. Du angelst ja immer schneller dann mit der Zeit quasi. Ja, aber das ist ja bei jedem, der den Skill hochbekommen möchte. Weißt du? Irgendwie spawnt hier nichts bei den Slimes. Ich rede ja sowas wie von einer Spezialtaktik. Da habe ich jetzt nichts. Ja. Da gibt's auch so jetzt nichts, was du groß machen kannst, ne? Spawnen okay, nur okay. Ganz wenige Slimes hier. Also die. Oder hast du gerade schon einmal geerntet, Max? Nee. Ja, dann ist scheiße, weil hier nichts spawnt. Oder weil hier halt nichts passiert, besser gesagt. War hier hinten schon jemand im Eisen? Hier sind überall Brücken, und, aber das war nicht aufgedeckt auf der Karte. Ja, da hab ich überall schon aufgedeckt. Ohne, dass du synchronisiert hast? Ja, ich bin ja jetzt die ganze Zeit hier das am Machen. Ah, okay, krass. Oh, deine normale Slime-Farm funktioniert aber wunderbar. Also ja, das verstehe ich nicht, warum die so viel besser ist. Vielleicht blockiert die den Spawn? Sind die dicht genug aneinander dran? Digga, ist der schwach gegen mich. Die sind alle so schwach. Hier. Vielleicht muss da echt Licht sein, dass da was spawnt. Nein, so ein Scheiß. Denkst du nicht? Das ist Schwachsinn, sag ich.
Ich kann immer noch nicht Fische und Erzlichter auseinanderhalten. Also ich bringe auf jeden Fall gleich schon 300 Eisenerz mit. Was? Das ist krass. Die Musik ist ziemlich geil. Das hab ich doch gerade gesagt. Hast du? Ja. Auf Stein spawnt weniger Gift? Schwachsinn. Wo habt ihr das her? Vielleicht ist es am Boden. Testen mal, ob mehr bekommen, wenn du den grünen Boden verbaust, den Rasenboden. Nee, komm, das ist doch scheiße. Boah, da müssten wir jetzt alles mit Rasenboden machen. Wir müssen alles einmal abreißen. Es würde schon Sinn ergeben, ne? Weil die ja auf unterschiedlichsten Böden auch spawnen die ganze Zeit dort. Die ersten Slimes spawnen ja die ganze Zeit auf diesem Erdboden. Und da oben haben die ja diesen Grasboden. Wollen wir schauen? Irgendwie glaube ich nicht so recht dran. Vielleicht will ich aber auch nicht dran glauben. Das Problem ist halt echt, dass es keine genauen Angaben zu diesem ganzen System gibt. Stimmt. Ist auch nochmal direkt eine Eisenquelle. Zapf die alle an. Ja, ich zapf die alle an. Ja, ja. Ich nehme echt nochmal auch gut Eisen mit, ne? Aber lass mal wirklich so auf krank viel Coins oder so dann gehen, ne? Einfach nur, weil wir es können. Unendliche Holzfarm und dann alles irgendwie verkaufen. Ja. Wie viel Eisen habe ich denn jetzt? 50. Ist doch gut. Ist gut, ja. Alter, hier ist gut Eisen. Ich weiß, dass wir das Eisen zum ersten Mal gefunden haben. Das war was super Besonderes. Scheiße. Hm? Ich habe keinen Ofen dabei. Potenzieller Bruch. Lass erstmal einsammeln, ist doch egal. Ne? Wie meinst du? Ja, ohne Ofen. Ja, durch Baustellen einen Ofen irgendwie. Das Brennen ist egal, dass er noch wiederkommt. Ich kann aber auch keine Kiste bauen. Also. Oh. Das ist halt. Nein, meine Pick ist kaputt. Okay, ich muss zurück. 76 Eisen. Gut. Das kann sich doch sehen lassen. Ab zurück. Hol dir die Spitzhacke. Ja, Gita, ich würde die Spitzhacke nehmen, wenn du die hast. Aber hast du wirklich die dabei? Ich hab die dabei, ja.
Ja, also. Gib dir die gleich, sobald ich zurückkomme dann. Danke. Such die ganze Zeit hier noch was zu finden. Aber auch immer so ein richtig befriedigendes Gefühl ist, wenn du die Karte so aufdeckst. Korrekt. Stimmt. Wo haben wir denn... Ich habe auch nochmal 50 Eisen dabei. Schmelzen ein. Haben wir dann noch genug Scarlet? Scarlet haben wir, glaube ich, noch genug, ja. Okay. Ist auch weg. Weg. Mechanical Parts sind gut. Wofür? Weiß ich nicht, wird gefragt. Können wir den Slimeboss noch einmal machen? Ja, würde ich auch geil finden. Ein Slimeboss nochmal? Ja. Müssen wir gucken, ob der das Ding verkauft. Wer ist das? Der Händler, der so krass aussieht? Das ist der Miner, der verkauft das. Ah ne, der Händler, der so krass aussieht, mit der Lampe der. Der verkauft okay. Die Parts zum Beschwören da. Wie heißt denn das? Das ist so ein Slime-Ding. So, so drei blaue Trophäen hat der immer. Hat er alle drei drinne? Giant Slime Summoning Idol. Preis ja. 500. Ja. Lass ihn nochmal machen. Ja, lass ihn echt nochmal machen. Large Shiny Glimmering Object und Arceus the Sky Titan Scanner. Ach, das hatten wir beide schon, ne? Ach, können wir Arceus, können wir den Titan auch nochmal machen jetzt damit, oder safe, was? Safe, oder? Denk mal, das geht. Bestimmt, wenn ihr das Teil wieder herstellt, könnt ihr den wieder machen. Wollen wir den Titan nochmal machen? Das denke ich nicht schlecht, oder? Den Titan oder das andere? Den Slime-Ding, dass er nochmal Slime spawnt, wäre auch cool. Lass hier mal richtig viel absichtlich Slime spawnen. Hast du gekauft? Nö. Oh, soll ich kaufen? Ja. Giant Slime Summoning. Okay, dann lass du doch nochmal machen. Hätte ich Lust drauf. Was machen wir alles mit Holz? Nur Fackeln und Brücken. Ja. Und halt das Zeug, um es zu verkaufen. Um unendlich Cash zu machen. Welches Zeug denn zum Beispiel? Ja, du kannst alles, was du aus Holz herstellst, kannst du verkaufen. Eine Spitzhacke gibt dir 5 zum Beispiel, machst du 100 Spitzhacken, hast du 500. Oder, keine Ahnung, du musst schauen, was du verkaufen kannst mit der... Du kannst dann mit dem Holz kannst auch unendlich viele Repair Parts machen, weil du die Spitzhacken einfach zerstören kannst und dann da Repair Parts rauskriegst. Ja. Oh, du hast gerade rausgenommen, oder? 400 rausgenommen. Oh, jawohl, das ist so befriedigend. Ich lieb's. So, ich hab gerade in der Basis? Ja. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, synchronisieren wir mal kurz die Karten und ich tue euch das Eisen eben reinlegen. Geil. Ich hab 356. Hey, was macht denn der Slime hier? Gute Frage. Teil das mal auf die beiden Dinge auf, ne? Dann sind jetzt in beiden sind über 200 drinne. So, Romatra, sollen wir eben synchronisieren? Ich will auch synchronisieren. Bin da. Boah. Alter, G-Time, was hast du da alles aufgedeckt? Hm. Ich bin auf der Suche. Wie geil. Okay, wollen wir nochmal den...
Ja, let's go. Als du ganz nach Norden gegangen bist, war da World Border? Ja, ne? Ja, das sieht so aus. Ganz nach oben, soweit es ginge? Ja. G-Time? Bitte? Der eine Streifen, wo du so weit nach oben gegangen bist, wie es geht. Hast du da eine World Border getroffen? Ja, da oben ist eine World Border. Alter, die Pickel. Sau stark, vielen Dank. Kein Problem. Achso, hier Rumatra, für dich auch noch. Ja, mein ganzes Inventar ist voll mit einer Blowpipe. Oh. Oh, jetzt kann ich mir ein letztes Schwert machen, oder? Mhm. Ich glaube, das mache ich mir kurz. Geil, Alter. Eine, Chat, wir machen uns jetzt das geile Schwert. Ich will eine Hunter Pants. Wo krieg ich nochmal die Hunter Pants her? Hunter Pants? Ja. Vielleicht gibt's die gar nicht. Kann das sein, dass es die nicht gibt? Nein, es gibt doch immer Sets. Steht das, dass es die da gibt, oder? Nee, wo kann man das denn sehen, ob sie gibt oder nicht? Kann sein, dass dein Set nur zwei Teile hat, also nur den Cloak und den Helm. Echt? Das kann sein, ja. Kann sein. Gibt's nicht, schreien die Leute. No. Ey, da. Okay. Und hier haben wir Critical Hit Chance for. Ich habe noch einige Seeds mitgebracht. Preußen. Ich überlege gerade, was besser ist. So. Critical Hit Damage. Critical Hit Chance. Ob ich das Ivy Stuff mitbringen soll? Hä, wo habe ich das denn? Waren denn die Skull-Dinger? Da. Ich kann Ivy's Pants anziehen. Na, ach, da gibt's noch Ivy's Ring. Krieg ich dann das Zweier? Wenn ich Ivy's Pants anhabe und ein Ivy's Ring. Dann zählt das das Zweier-Set. Aber das siehst du ja auch an den Buffs. Stimmt. Range Damage, Range Attack Speed. Wo benutze ich denn jetzt dieses Rune im Parchment? Bitte? Ach, warte mal, warte. Ich habe jetzt zwei Sets. Ist das das Beste, was ich... Jetzt habe ich zwei Stats. Ich habe jetzt einmal Hunter Wood und Hunter Clock. Dann habe ich aber Ivy's Pants und Ivy's Ring. Ja, das ist so in Ordnung. Ist ja übergeil. Critical Hit Chance, wenn er vergiftet ist. Und... Critical Hit Chance after standing still for short duration. Okay, ich muss mich hinstellen, Full Life haben und den Gegner vergiften. Und dann mache ich abartig viel Damage. Wie cool ist das denn? Shit. Ich denke mal, den Boss werdet ihr aber auch ohne mich schaffen, oder? Willst du gar nicht mitmachen? So? Ich würde weiter suchen gehen im Steinbiom. Nach? Nach dem anderen Boss sucht er. Ja, ich würde uns. Ohne dich schaffen wir den nicht. Ach, ihr werdet den easy schaffen zu zweit. Boah, das ist eine Herausforderung. Boah. Meinst du? Meine. Ja, lass es uns versuchen. Aber zu zweit? Okay. Boah, du hast einen mächtigen Schwert. Wo kriegen also wir noch Tipp an die der anderen Stelle, Seelen her? Also, mein Tipp für euch: zieht euch beide diese Kette an, die euch immun gegen Gift macht. Weil dann macht er kaum Damage eigentlich und ihr könnt euch easy gegenheilen immer. Ich bin eh der Range-Typ, Rumatra ist der Tank. Ja, aber dann muss Rumatra ja, den die ganze Zeit tanken und von dir fernhalten, so wie ich vorhin. Ja, aber ich hab dir alle, ich hab alle meine Potions weggegeben, die bräuchte ich dann. Ah, warte, ja, ich kann euch welche geben. Ich hab. Okay. Wir haben 56 okay, Eisen, tue ich ja auch nochmal rein, ne? Mach. Ich will da auch noch ein bisschen was draus basteln, okay. Okay, auf geht's. Der Secret Boss ist geiler, ja, aber den haben wir ja noch nicht. Ich denke, ihr werdet es schaffen. Where art thou? Wie sagt man heutzutage in der Jugendsprache? Rumatra, zitter nicht. Ja. Sagt man das nicht? Oh, hier kommt aber gut Slime rein. Echt? Ist das was da? Zeig mal. Ich habe gar nicht geschaut, tatsächlich. Also ich habe vorher einmal geschaut, dann war ich enttäuscht und dann... Es waren jetzt gerade 11, seitdem du geschaut hast. Ey, du hast es... Mann. 11 ist doch gut. Ja, aber ich hab's nicht gesehen. Frech. Okay. Gehen wir? So, genau, Rumatra, wenn du das richtig machst, im richtigen Tempo, dann kannst du beim Boss einfach nur links und rechts die ganze Zeit immer so ein ganz kleines Stück laufen, weil der springt genau an die Stelle, wo du stehst, wenn er hochgeht. Und wenn du im richtigen Moment auf die andere Seite gehst, springt er einfach nur hin und her die ganze Zeit.
So habe ich den vorhin Solo gelegt auch. Mhm. Ich bin Range Level 61. Wir müssen uns auch einen riesigen Spawner machen, ohne Fallen. Dass wir die einfach alle wegklatschen können. Range 61 bist du? Ist doch gut, ne? Ah, das ist schon ordentlich. Lol. Wo kommen die denn her? Wir müssen noch so einen Schimmel-Spawner machen, Rumatra. Wir müssen auch noch einen Larven-Spawner machen. Ja, ja. Wir brauchen Larven, wir brauchen Schimmel. Was ich, also... Schimmel, ja. Schimmel. Was cool wäre, wenn wir das irgendwie im Viereck machen könnten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du dich in so einem Kreis, dass du dich wirklich nur in die Mitte reinstellen musst. Und dann alles einsammeln kannst. Das wäre natürlich super geil. Ja, wir dürfen nicht zu weit laufen, ne? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Wir laufen nicht zu weit. Wir müssen erstmal ins grüne Biom, also wir sind noch ein bisschen unterwegs. Hier ist die Mucke auch geil bei dem Larvenstuff. Da waren wir am wenigsten, ne? Bei den Steinen ist man oft. Normale Slimes ist man oft. Scarlet-Merken. Sowieso, klar. Na, das ist rot auf der Karte, Alter. Ich weiß. Das hast du vorher die ganze Zeit gesagt. So, ich glaube, ein Stück muss man. Oder? Ja. Hier ist Schimmel? Wir sind durch Schimmel durchgelaufen? Never. Doch. Sicher, sicher, komm. Hier müssen wir hoch. Oha. Wieso ist der da? Gute Frage. Mal warte, ich muss kurz den Ring anziehen. Nee, das ist eine Kette, das ist kein Ring. Hier ist auf jeden Fall noch gut Giftstein, den wir abfarmen können. Ja, ne? Warte, sind wir überhaupt richtig? Titan, sind wir hier richtig? Ja, ich glaube. Ja, ihr lauft richtig. 544er Crit. Wenn jetzt Rumatra gleich direkt links geht, genau, ja, dann kommt ihr da nämlich jetzt zu dem Bereich, wo ihr den spawnen könnt. Ja. Bist du da? Links, links, Max, links, links. Hoch. Ich komme immer nur nicht hinterher, weil ihr die ganzen Pflanzen liegen lasst. Eine Pflanze hat eine riesen Chance, ein Samen zu werden. Hier ist der. Lol, wir haben ja echt den ganzen Slime abgebaut. Wie geil. Okay, zu zweit müssen wir es schaffen. Reiß dich zusammen, ne? Du konzentrierst dich nur aufs Ausweichen. Ja. Was hat er mich einmal getroffen? Sekunde. Bin wieder full life. Oh, quasi nicht zu mir, ich darf ihn nicht bewegen, dann mache ich weniger Damage. The fuck, wieso trifft er mich manchmal so random? Kann ich ihn überhaupt vergiften? Übel kassiert. Von was? Alter, die Slimes greifen mich an. Yikes. Junge, er ist sauer. Hilfe. Er ist wirklich ganz schön schnell. Oh, ich bin tot. Nee! Doch, ich hab's verkackt. Aber vielleicht kannst du ihn alleine schaffen. Kannst du es schaffen? Wieso stirbst du einfach? Ich hasse dich so sehr. Ja! Hast du ihn? Ja, natürlich habe ich ihn. Let's go. Ohne den Stuff auszuweichen. Ohne Giftschuhe zu haben. Ach, Digga, ohne Heilsrank. So, ich habe ein Gottes-Movement.
Was hatte der? Achso, ich guck rein, ja? Das ist überall Gift. 1 Milliarde Gift-Slimes sind gespawnt. Holy shit. Oh, was hat der alles? Er hat erstmal 26 Scarlet, 27 Slimes, 5 Mechanical Parts und Gold Ore. Das war's. Oh Mann, ey. Schlechter denn je. War's echt ziemlich schlecht. Ach ja, die müssten echt bei den Bossen mehr so Items noch einfügen, auch seltene. Da gibt's ja die Pants, die Max hat. Da müsst ihr jetzt wahrscheinlich ja, ein paar aber machen. Die, aber ja, ich sag mal, ich fänd's zum Beispiel geiler, wenn es auch Items gäbe, wie Max das gerade schon gesagt hat, so die deine Erfahrungspunkte, die du kriegst, erhöhen oder so. Und die sind dann halt seltener vom Droppen, dass es sich lohnt, die Bosse auch öfters abzufarmen. Also mir geht's hier nur zum Giftslime. Romata, du machst das, ne? Mach mal ein paar Förderbänder schnell. Ne? Ah, ich muss noch, muss meinen Stuff kurz holen. Den ich verloren hab. Alter, der macht jedes Mal ganz gut immer wieder diesen Giftboden. Das ist ganz geil. The fuck, Alter. So viel Damage. Das war nice. Mach mal eine chilligere Route hierher, dass wir nur 2 gerade Strecken haben, versteht ihr? Mach du das so? Das kann ich jetzt selber machen. Ja, ich hab die geile Hacke, ja. Ich hab die geile Hacke und viele Brücken. Das mache ich. Mann, ist hier viel Scarlet. Also hier ist überall so eine Scarlet-Quelle. Morgen früh Training und 1000 Termine, aber ich bin voll wir haben süchtig schon wieder nach zu diesem Scheiß-Game. So, ich bin richtig dumm. Wie so ein Dummer bin ich richtig süchtig nach der Scheiße hier. Das kotzt mich an. So, ich mach nochmal ein paar Förderbänder. Ich porte. Wo bin ich? Da bin ich. In den Boden mit. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass in dem Boden ist. Ja, ich glaube auch, dann würde gar nichts spawnen, wenn das der Fall wäre. So, ich mache nochmal Förderbänder so viel wie ich kann. So, ich hab nochmal 450 Förderbänder. Komm. Ich mach noch direkt den turbogeilen Weg zum Boss. Okay. Platzier die schon mal. Hier ist nur ein einziges Giftding gespawnt. Also ein einziges Slime haben wir gefarmt in der Zeit. Ja, aber das haben wir auch nicht da. Wie? Wenn wir nicht da sind, kann er nicht spawnen. Sicher. Relativ, ja. Ich mache hier ganz viele Fackeln hin, dass das jeder Idiot checkt. Jetzt checkt jeder. Das ist wichtig. Ich hab einen geraden Weg gebaut. Es ist nur noch durchziehen und sind instant beim Boss. Geil, ne? Das ist cool. Nee. Oh Gott, das war keine. Was zum Fick? Wir haben keinen geraden Weg. Doch, eigentlich. Also so ein Halbgraden. Ach, der ging nur bis zum Schimmelbiom. Ja, auf jeden Fall ein Ansatz vom geraden Weg. Wir konnten den geraden Weg noch nicht weitermachen, weil das Schimmelbiom da kam. Ich konnte es noch nicht abbauen damals. Was?
Also diese Schimmelmenschen kann ich jetzt across the map one-shotten. Two-shot meine ich. Ja, dieses Doppelset hat mich nochmal echt stärker gemacht. Dieses Stehenbleiben-Set meinst du? Stehenbleiben und das Ivy-Ding, ja. Ich habe ein Item eingesammelt, da steht Missing bei der Beschreibung. What? War einfach Bug-Item gefunden. Bug-Item gefunden, let's go, ich komm zurück. Ich glaube, der Boden, das stimmt nicht. Alles, was valuable ist, kann man auch zu Schrott verarbeiten, ne? Mhm, ja. Nee. Wie, nee? Also richtig gelogen. Hardthorn, Amber Chunk, Dry Butterfly. Also kann man nicht zu Scrap verarbeiten, kann man höchstens verkaufen. Ach, zu Schrott? Ich dachte, du meinst wegwerfen. So, hier ist jemand, der fragt, hat Rumatra eine Telegram-Gruppe? Für was? Für was ist geil? Ist das nicht irgendwie hier sowas, wo so diese ganzen Verschwörungstheoretiker sich rumtreiben? Allesamt. Als wir da auf der Corona-Demo waren in Köln, jeder hat uns sein Handy in die Hand gehalten mit irgendeiner scheiß Telegram-Gruppe. Es war insane. Da gab es wirklich keinen, der nicht in der Telegram-Gruppe war. Man denkt immer, das ist ein Meme, aber die sind alle voll drin. Alter, haben wir hier viel Eisen, Rumatra. Ich hoffe, du machst da was Magisches draus. Ja. Nochmal 64 sind drin. Ich habe schon was Magisches gemacht. Dann komme ich. Ich habe den ganzen Raum eingekleidet mit Förderbändern. ...91 Scarlet Bars fertig und 64 Iron Bars fertig. GG. Und wieder viele Samen mitgenommen, geil. Nee, irgendwie funktioniert das mit den Förderbändern nicht so ganz. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin da, hast du ein paar Förderbänder für mich? Ich hab grad 500 Stück verbaut. Aber du kannst ja mal rüberlaufen und schauen, ob da was spawnt. Und ja, das spawnt was, aber... Ich muss gleich größer werden. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht doch Licht braucht. Licht zum Spawn ist doch Schwachsinn. Es gibt doch ganz viel, wo kein Licht ist, wo ganz viel spawnt. Weiß ich nicht. Das spawnt echt sehr wenig. Du hast echt die ganze Fläche ausgebaut. Wahnsinn. Aber warum spawnt hier nichts? Ich denke, mit Licht hat das ein bisschen was zu tun. Nein, niemals. Never. Vielleicht müssen wir es einfach ein bisschen länger laufen lassen. Alter, meine Slime-Farm. Leck mich. Ja, aber die hast du auch schon lange nicht mehr gecleared. Weißt du, was ich meine? Oder? Nee. Boom. Ich hab das gemacht zum Range-Level. Stopp, ja, Feuer einstellen. Das gibt doch nicht viel. Das gibt richtig viel. Piu. Piu. Das gibt richtig viel. Das gibt richtig viel. Nein, wie viel Samen? Range Combat.
Das ist scheiße. Alle gewone-shottet. Ist die Frage, ob das mehr Level gibt, wenn wir diese Sif, diese Schimmelmonster machen hier. Mhm. Hit es echt mit jedem Schuss, what the fuck? Wieso? Wie? Ja, du hast irgendwie 80% Crit Chance. Ja, klar. Woran liegt's? Woran liegt's? Ja, woran liegt's? Ey, du musst auf den Kopf schießen. Irgendwas stimmt da nicht. Hier, das ist zum Beispiel Kacke bestimmt für den Spawn. Lass es mal schnell abbauen. Das ist doch direkt das neben unserer Slime-Farm, oder? Das ist direkt neben der Slime-Farm, eine andere Slime-Farm. Ja doch, die Slime-Farm ist oben drüber. Okay, das steht. Den Slime danach hier immer rein. Gut, aber wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Die andere Slime-Farm macht die, Spawnrate kaputt. Ist auch nur eine Theorie. Da weiß keiner genau. Ja, die funktioniert auch schon, die Slime-Farm hier. Guck mal, da ist so ein Gemstone und da ist ein Slime wieder. Aber dafür, wie viel Arbeit da drin steckt, ist sie schon schwach. Oder? Ich trete an der Licht. Falscher Boden. Also wir haben eine Theorie, die alle nicht... Falscher Boden. Licht. Und andere Mobs begrenzen die Spawnrate. Jetzt und fangen die ganzen Shellogs an. Ich glaube, das ist es am ehesten. Es wird geratet, was... Das Problem ist. Jede zweite Zeile ohne Bänder könnten wir machen. Es reduzieren die Förderbänder die Spawnrate. Ist auch nur ein. Ja, dass sie nicht dort spawnen. Aber falscher Boden, es gibt entweder spawnen sie. Nee, die spawnen auf jeden Fall. Oder sie spawnen nicht. Es gibt spawnen sie oder sie spawnen nicht. Ja, ich denke auch nicht. Und ein besserer Boden kann nicht die Spawnrate erhöhen. Glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, entweder spawnen sie dann. Ich denke, das Problem ist, du musst einfach mal deinen Router neu starten. Und die spawnen auf jeden Fall auch auf den Förderbändern. Das haben wir schon beobachtet. Licht ist das Einzige, was die anderen von dem anderen entscheidet. Ja, aber wir hatten doch hier ganz viel Licht eben schon vor den Förderbändern. Da war alles Licht und da ist trotzdem nichts gespawnt. Grasboden. Was ist denn die beste Schaufel? Ich check das jetzt mal. Was ist eigentlich, wenn wir den kompletten Boden abbauen, wo der Gegner spawnt? Du kannst, glaube ich, gar nicht bauen, wo der... Du meinst die Bosse? Ja. Ich glaube, du kannst da nicht bauen. Ah, smart. Gut gelöst. So, jetzt mal gucken, was ist hier? Guck mal, hier gibt es zum Beispiel eine Zinn. Zinn ist doch besser als Eisen, oder? Nee. Nee, falsch. Iron Shuffle. Scarlet Fishing Rod. Orb Lantern, habe ich die schon? Alter, ihr Schwänze, ich hab die ganze Zeit eine falsche Lampe. Oh nein. Ihr Assis, das ist halt Assi, ne, von euch. Das wisst ihr auch, das muss ich gar nicht sagen, weil ihr es wisst. Ihr wisst es beide. Was denn? Dass ihr Assis seid. Ich hab die ganze Zeit eine zu schlechte Lampe. Und ihr habt mir nicht einmal Bescheid gesagt, dass es eine bessere gibt. Du hast ja auch nie gefragt. Übt auch wieder. Komm. Also hättest du gefragt, dann hätte ich es dir gesagt. Oh ja. So. Zack. So, und jetzt brauche ich... Ja, oder es spawnt auf Förderbändern echt nichts. Kann das sein? Ich habe doch schon gesehen, dass auf Förderbändern spawnt. Ja, aber vielleicht ist es ganz knapp neben dem Förderband gespawnt oder so eine Scheiße. Und dann sahst du aus, als wäre es auf dem Förderband. Weil ich laufe jetzt hier gerade die ganze Zeit rum und hier spawnt absolut nichts. Ich meine auch, dass wir gesehen haben, dass es auf den Förderbändern spawnt, aber... Ich hab schon gesehen, ich hab drei Clips.
Habt ihr den dritten Titan schon gefunden? Wir haben bisher nur einen gefunden, oder nicht? Es gibt doch nur einen Titan, oder? Es gibt nur einen. Die anderen beiden sind noch gar nicht drin. Ah, da meint er wahrscheinlich den Secret. Ey, hier spawnt gar nichts. Oh, der meint einfach den dritten Boss. Keine Ahnung, ich kann alles Mögliche. Meinen dritten Titan gibt's auf jeden Fall nicht. Mich fuckt das ab, dass hier nicht spawnt. Gar nichts, wirklich. Ich laufe jetzt seit die ganze Zeit laufe ich schon rum. Ich mach mal Sicherheits-, ich mach mal testweise eine Line Förderbänder weg. Okay? Okay, probier's. Und ich gehe mal testweise Rasen holen. Cool? Ja. Also die gebaute Slime-Farm ist auf jeden Fall extrem geil. Fertig. Fertig. Was können wir nochmal aus Maden kriegen, wenn wir Maden ganz viele spawnen? Machen Maden nicht sogar, wenn sie irgendwo leben, dass da automatisch so Maden-Spawner wachsen? Wo dann immer so 5 Maden rauskommen? Wenn du erinnert ihr euch? Baust, wenn du diesen Boden baust, ja, dann kommen da, glaube ich, diese Kokons. Halt's Maul, echt? Ich glaube, ja, die kommen dann. Und die gehen auch nicht wieder weg? Naja, wenn du in der Nähe bist, dann platzen die ja irgendwann. Ich weiß halt nicht, ob diese Kokons spawnen oder ob die Maden direkt spawnen, weil ich habe noch nie so Farmen in die Richtung gebaut bis jetzt. Halt's Maul. Oh, Alter, ich bin fast gestorben. Wo ist meine Heilung? Wie schlecht spiele ich denn? Was ist denn mit mir? Das war das Gegenteil. Licht liegt es nicht, okay. Aber sieht man trotzdem mehr, wenn hier Licht ist. Auch wenn es am Licht nicht liegt. Jetzt baue ich den geraden Weg bis zum Slime-Boss. Die 500er-Crits schmecken so doll. Ja, ne? Muss ich wirklich sagen. So ein 620er-Crit und sowas, wenn der Gegner vergiftet ist und nicht stillsteht, das ist schon... Das ist doch sick, G-Time, oder? Du kennst ja meine Attack-Speed. Ja. Ey, hier ist nicht ein einziger Slime gespawnt, seitdem ich hier chill. Das kann doch nicht. Und du weißt, wie lange ich da jetzt schon chill. Ah doch, einer ist gerade irgendwie in die Falle rein. Keine Ahnung, wo der herkommt. Es ist so geil, 3 Wraps auf einmal so wegzuknallen. 3 verschiedenes Essen. Oh Gott. Hab ich denn da getriggert? Ich hab gefühlt 100er Crit Chance.
weit ist denn das noch? Oh, das war bis hier. Oh, das ist noch ein krass, das ist ein Stück. Ich will jetzt einmal einen Slime-Spawn sehen, bitte. Einmal. Dass ich mehrfach welche gesehen habe, dass sie spawnen, ist dir egal, ne? Ich weiß, dass du sie gesehen hast. Ich habe sie auch schon spawnen sehen. Ich will es aber nochmal. Für meinen Seelenfrieden. Weißt du, was ich meine? Ich will nochmal einfach einen. Das ist mir nicht egal. Ich war ja dabei, als er gespawnt ist, als wir das gebaut haben. Okay. Ich habe gesehen, wie er links über dir gespawnt ist, der Slime. Aber ich sehe halt generell keinen Spawn. Also das ist ja das Problem. Ich sehe nicht nur auf den Förderbändern keinen Spawn, ich sehe auch außerhalb der Förderbänder niemanden spawnen. Es spawnt einfach gerade nicht. Und das verstehe ich nicht. Es ist so eine riesige Fläche. Hier müsste alles voller Slimes sein. Sicher sogar die komplette Strecke, wenn wir durch, weil die geht durch viele verschiedene Schimmelbiome. Ja. Und die sicher ich. Mit Fackeln und Bodenwänden. Checkt ihr den Service? Das ist cool. Das ist ein guter Service. Oh, hier ist was Krasses. Es ist auf jeden Fall gut Slime zusammengekommen. Was für Slime? Dingenslime. Poison Slime. Aber ich habe ihn nicht einmal spawnen sehen. Die spawnen immer und laufen dann irgendwie in ihren eigenen Tod. G-Time? Jupp. Gut. Okay. Also diese Schimmelgegner, das sind ja echt ziemlich viele. Bin ich denn noch richtig? Alter, bin ich falsch gelaufen? Ich bin so scheiße. Gott, bin ich scheiße. Alter, bin ich falsch gelaufen. Wahnsinn. Ich baue mich hier erstmal einmal falsch hoch. Mach hier aber auch direkt eine Wand hinter mich. Ich habe das mit 700 Millionen tausend Fackeln markiert. Ja, ihr findet den Weg nach oben zum Boss-Endgegner, ja? Ja. Das kann man nicht übersehen. Ich habe sogar extra zugebaut. Hier stehen 7000 Fackeln.
Die andere Slimefarm hat auch nicht viel mehr, also hat eigentlich nicht mehr Slime gemacht als unsere Slimefarm jetzt. Weil die waren ja beide leer und beide haben circa, keine Ahnung. Ja, da war sogar die Gift-Slimefarm wirklich schneller. Ja, gut zu wissen. Okay, dann fange ich hier einfach mal an, ein bisschen. Das ist der richtige Boden, ne? Wäre der Grasboden oder hast du den Moldboden? Der heißt Grassground, ne? Ich glaube. Das wird so falsch sein, jetzt gerade. Ja, es ist auch falsch. Ja, es ist halt so eine Verzweiflungstat gerade nur. Es spawnt ja, ich würde jetzt einfach chillen. Ich denke, so wie es jetzt ist, ist gut. Ja, dann muss es doch größer sein. Es soll dann am laufenden Band. Wie in Minecraft eine Piglets Farm. Hä? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht ist es dafür einfach nicht ausgelegt, das Game. Die Time? Das wäre dann sehr frustrierend, aber. Was sagst du zu Matras Aussage? Was genau? Ich habe nicht zugehört, wenn ich ehrlich bin. Das Game ist nicht ausgelegt für gigantische Riesenfarmen. Klar. Ich denke auch, dass das Spiel momentan sowas noch nicht in dem Volumen, wie wir uns das vorstellen, anbietet. Wenn auf ein Slime-Boden ein Slime spawnen kann, dann ist das skalierbar. Das Einzige, was schwierig ist, den Slime-Boden zu organisieren und die Förderbänder. Nee. Ne, es gibt Mechanics, die verstehen wir nicht. Guck mal, jetzt kurzer Exkurs in mein Problem mit den Förderbändern. Die Förderbänder funktionieren, weil... Also, die funktionieren über lange Distanzen hinweg eigentlich, weil wir können ja auf der anderen Seite der Map können wir eine so eine Mine aufbauen und dann produziert die für uns. So, das funktioniert. Ja. Aber Förderbänder befördern kein Zeug mehr auf langen Strecken. Also, das funktioniert nicht. Okay, dann ist es vielleicht ein riesigen Bereich, alles weggraben, dass du nur noch einen kleinen Bereich hast, wo du was spawnen kannst. Und da spawnt dann alles. Dann musst du es nicht über weite Distanzen, aber weißt du, irgendeine Lösung gibt es. Ja. G-Time, was ist nochmal das Stärkste, was du aus dem Fungi machen kannst? Fungi? Aus den Pilzen? Ich weiß es nicht. Ein Trank oder ein Essen? Ich glaube, die Pilze sind eigentlich nur für Essen da. Aber kannst du irgendein OP-Essen draus machen oder kann ich dir auf die einfach scheißen? Kannst die ruhig da lassen, die Pilze. Also, wir sind nicht drauf angewiesen jetzt. Gut. Soll ich mal eine kleine Farm bauen von diesen Sicheltypen? Ja. Da würde ich mich jetzt sehen. Ich gehe hoch, fahre ein bisschen was von dem Sichelboden und dann baue ich so eine kleine Sicheltyp-Farm. Finde ich geil. Meinst die OP-Schimmelpilze? G-Time checkt's nicht. Oh, G-Time? Ja? Der hat ja gesagt, du hast das nicht gecheckt. Die Pilze, die im Schimmel wachsen, meine ich. Aber es sind ja auch keine anderen Pilze. Okay, mit denen habe ich, glaube ich, noch nichts gekocht. Also, ach, du meinst jetzt diese Sporen da, die du immer die ganze Zeit wachsen lässt? Ja, beim Feldern. Ja, die sind schon nicht schlecht, weil daraus kann ich das Essen machen, was Boss-Schaden reduziert. Aha. Aber brauchst du jetzt nicht in allzu großen Mengen. Nö.
Und das ist auch gleich interessant anzuschauen. Tiger, danke für den Prime. Moin Max, mein Prime ist für dich. Danke. Ich hatte da oben jetzt keinen Ofen stehen. Wir können gleich mal schauen, ob der das trotzdem abgebaut und gepackt hat. Sache, hier liegen jetzt 28 Eisen. Was ist das schnellste Rennessen? Und welches Level ist mein Running? Fast 70, naja, gerade 69. Von 1 bis 10, wie geil ist das Game? 10. Also wir geben dem alle den 10. Boah, wenn du zum Beispiel das ganze Game, dein ganzes Leben lang nur Counter-Strike gespielt hast und du liebst nur Shooter, dann ist das vielleicht nicht eine 10 für dich, das Game. Ja, vorher ist einer reingekommen, meinte er, boah, so langweilig das Game, hat XD und so lachenden Smiley gemacht. Mhm. Ich glaube, der, für den ist es auch keine 10. Stimmt. Ich würde auch gerne einen Larven-Spawner machen. Was braucht man da nochmal für? In Larvenboden? Ja. Scheiße, ich hab's vergessen. Jetzt bin ich gerade hochgegangen, hab ich's aber vergessen. Aber wirklich nur den Boden oder ist das irgendwie so ein Special-Ding, was man da braucht? Oh, du brauchst nur den Boden von denen. Nee, du musst, glaube ich, auch, also du kannst so Chrysalis abfarmen und die stellst du noch drauf. Ich glaube, das hilft, aber es kann jetzt auch scheiße sein, was ich laber. Da gibt's auf jeden Fall irgendwas, was du noch auf den Boden drauf tun kannst. Hive Growth. Das hier? Ist das nicht das hier? Chrysalis. Genau das. Ah, Lavas will infest Chrysalis covered areas over time. Ach krass, okay. Das ist das hier? Gott, ich habe wieder alles mit Wasser geflutet, weil ich hier einen... Oh no. Ich hab den G-Time gemacht. Wie kann ich dieses Chrysalis abbauen? Ach, das gibt's nicht. Ich bin gestorben. Wie das denn? Ich war oben den scheiß Boden am Abbauen. Und dann hat mich so eine scheiß Schlingpflanze getroffen und dann waren da 5 Mobs.
Und die haben dich weggeheatet. Die haben mich alle einmal gehittet, ich war tot. Wie schlecht. Also wenn ich das sagen darf. Das fuckt mich auch richtig ab. Kein Scheiß, der gibt Chrysalis. Das der Schaufel? Nee, das musst du, glaube ich, mit dem... Oder? Das liegt auf dem Boden rum, das siehst du. Das ist so eine Struktur auf dem Boden drauf, was du einfach abbauen musst. Oder das droppt einfach unendlich selten, oder was? Nee, das droppt nicht. Das ist, die findest du irgendwo auf dem Boden. Und wenn du siehst, dann hast du es immer. Ist es denn für dich befriedigend, Romatra, wenn ich sage, dass ich gleich nochmal 200 Eisen bringe? Das ist gut. Aber Eisen haben wir, glaube ich, jetzt. Wir haben 4 Eisenquellen angezapft. Und dann tun wir nochmal unsere Karte schön synchronisieren, weil das ist auch immer sehr satisfying. Oh ja. Wo ist denn das Larvenbiom? Das Larvenbiom? Ja. Unten. Oh, was? Ah, nee, warte, du hast den auch schon, gell? Ich habe noch einen Feuerstab gefunden. Also, wenn wer noch einen Feuerstab möchte. Hier habe ich es jetzt gefunden. Ich sehe es, ist auf dem Boden, du kannst es immer abbauen. Ja, genau. Ey, von diesen. Ja. Von diesen komischen Giftviechern spawnen aber auch unendlich viele. Also von diesen Schimmeltypen. Ja? Also in den Biomen. Also wenn die so doll auch spawnen, wenn man den Boden baut, dann ist ja krass. Ja, die sind da halt lange. Das ist so, als wenn du jetzt in diese Strecke gehst, wo dieser Wurm lang gefetzt ist, der normalen Slime verteilt hat. Ja. Dann ist da auch abartig viel. Stimmt. Ich finde so geil, wie viel Holz wir haben. Ich mache jetzt gleich nochmal. Ich rüste nochmal gleich die Holzfarben ein bisschen auf, bevor wir gleich Schluss machen und dann. Bergpforte. 80 Chrysalis habe ich. So. Wie viel hast du? 80 Chrysalis. 80? Oha, das ist ganz schön viel. Wo bauen wir dafür die Farm hin? Alter, kommt hier viel Holz an. Alter, kommt hier viel Holz an. Der Kran kommt nicht hinterher. Zeig. Kran kommt nicht hinterher. Ja, geil. Ah nee, sie stacken sich dann. Okay, sie stacken sich dann. Dann ist er drei auf einmal. Okay. Krass. Ich habe jetzt den Grasboden geholt, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Nee, ich glaube auch nicht.
Ich glaub, deine Zuschauer haben dir gerade einfach ganz viel deiner Lebenszeit geklaut. Die kriegst du auch nicht wieder. Ja, aber ich hab zumindest. Oh, ist aber hier viel Slime gespawnt. Sag mal, ich hab's aber. Das ist ein Ring. Ich hab das mal eine Weile nicht aufgehoben. Wie viel ist es gewesen? Sag mal. Nenne die Zahl. 13 und nimm mal den Ring mit. Den brauche ich nicht. Doch, den tut in die Ringkiste. Ja, so, den haben wir jetzt zum siebten Mal. Achso. Wann haben wir viele Ringe? Aber das Chrysalis spawnt nicht, ne? Hast du noch den zweiten Petal Ring, also den Harvest Ring? Wo ist der? Ja, warte. Ich habe ihn in die Ringkiste getan. Glaube ich, oder? Ja, hab nee. Ihn. Ja, doch, war in der Ringkiste, oder? Yep. Geil. Echt immer so viel Scheiß dabei. Gut. Wie klappt die Farm sonst? Aber jetzt, na, hier kommen jetzt ab und zu mal ein paar Slimes an. Ich finde, das ist schon ganz schön geil ausgebaut hier. Ja, ich habe jetzt dazwischen mal ein bisschen freigelassen, keine Ahnung. Was machst du hier hin? Ich würde hier Molding? So eine kleine Molding. Ich würde das nicht so riesig bauen, weil eventuell enttäuscht das auch so doll wie die Slime-Farm und dann. Korrekt. Und dann baue ich hier die Larven-Scheiße. Bloß irgendwie ist es so viel Stress, diesen Moldboden zu farmen. Stimmt, ja, die ganze Boden. Zeit diese Viecher sind, ne? Ja, erstens das und Boden abbauen ist generell lästig. Also Boden abbauen ist doch. Das ist doch keine entspannte Aktivität irgendwie. Und da sind überall diese Viecher. Was haben wir denn hier noch für Grounds? Den Dirt Ground. Also die Holzfarm ist bisher das Einzige, was richtig ballert. Ja, ja, deswegen müssen wir die, glaube ich, einfach noch größer bauen. Ich glaube, das ist die Lösung all unserer Probleme. Einfach noch eine größere Holzfarm. Vor allem, dass hier unendlich ist, ist immer noch, was mich catcht. Ja, das ist echt das Wichtigste. Oh, ich habe noch einen Broken Handle gefunden. Oh, das ist cool. Dann vertaue ich mal diese Chrysalis hier auf dem Boden einfach, ne? Da ist aber der Ground jetzt egal, oder? Oh, kann ich darüber noch ein Förderband? Oh, hast du noch mal ein Förderband zum Testen? Ja, komm her. Wo scheiß drauf, ich teste das. Und noch einer. Geht da drunter, gut. Was geht da drunter? Ey! Die Chrysalis. Ey! Was soll denn das? Wirst du langsam spät, oder was? So. Dann packen wir jetzt diese... Hmm.
Droppen die überhaupt was, diese Mold-Monster, was denn? Das seltenste tatsächlich. Ja. Die seltensten Samen droppen die. Okay. Ich wäre ja schon stark fasziniert, wenn da überhaupt irgendwas spawnt. Doch, doch, das tun sie. Auf meinem Fungi-Platz da hinten. Spawnt ab und zu mal was, oder was? Wenn ich nichts anpflanze, spawnt da manchmal was, ja. Okay. Okay, aber so langsam würde ich Schluss machen, gell? Es ist jetzt 1.20 Uhr nachts. Scheiße, ich muss morgen früh ins Training. Das ist viel zu spät. Das geht nicht, was wir hier machen. Das ist nicht in Ordnung. Ich find's krass, dass Gideon überhaupt noch da ist. Hat er nicht gesagt, der macht immer nur bis... Stimmt. Ihr wollt Gideon jetzt Gas geben. Ja, aber du musst das doch mal limitieren dann bei uns. Hey, wieso muss ich das limitieren? Weil du der Einzige mit Verstand bist? Ey, ihr seid die perfekte Ausrede für mich bei meiner Freundin, dass ich noch mehr spielen kann. Sagt einfach, ja, Romatra und Max wollen heute Abend spielen, dann gibt die wenigstens keine Widerworte. Stark. Wenn ich alleine sagen würde, ja, ich will jetzt noch ein bisschen streamen, dann sagt die ja, du hast doch schon so viel gestreamt. Geil. Mist, ey, ich hab noch immer nicht diesen doofen Thronsaal gefunden. Ärgert dich, ne? Ey, Max! Ja? Bring deine Larven in Ordnung. Die spawnen hier und töten alles. Was denn? Hey, deine Larven spawnen hier und töten alles. Ja! Oh Gott, das funktioniert richtig gut. Die sind hier durchgebrochen und töten alles jetzt. Wie können die denn da durchbrechen? Weiß ich nicht. Die sind hier gerade durchgebrochen und haben alles angegriffen hier. Die haben Cheetahs komplette Base zerstört. Die greifen Fackeln an? Was ist denn alles mit denen? Alles zerstört haben die. Die greifen Fackeln an? Ja, vielleicht. Weiß ich doch nicht. Die können durch Erde sich buddeln. Die können da durch. Wir brauchen Steinwände, schreiben alle. Lol, das ist ja eine geile Funktion. Haben wir irgendwo Steinwände? Die buddeln sich durch die Erde durch und greifen alles an. Mhm. Stone Bricks Wall. Ja, jetzt haben die einfach die ganze Basis zerstört. Ja, nee, alles die waren ist nur kaputt. Unterwegs. Wie viel waren ich das denn, die Larven? Viel, da ist viel, was ich getötet habe. Echt? Ja, hat gut funktioniert. Die stand erst 20 Sekunden. Hat gut funktioniert auf jeden Fall. Musst du schon ein bisschen um mein Leben kämpfen. Ja, Digga, die bauen auch. Die Maden wollen es dunkel haben, deswegen machen die Fackeln kaputt. Echt? Voll die krassen Special-Effekte, die die haben, ey. Das ist ja cool. Was gebracht? Ja, du musst doch da eh Fences hinmachen. Da kommen doch keine Wände hin, oder? Eigentlich habe ich da mal Wände und nie eine Fence gebaut. Okay, warte kurz. Schlafen gehen jetzt gleich. Oh ja, ich hab ihn gefunden, endlich. Halt's Maul, echt? Ja, ich hab den Thronsaal. Wir können den nächsten Boss jederzeit jetzt auch machen. Oh, du Assi, jetzt muss ich dir morgen den ganzen Tag dran denken. Du hast mir jetzt gerade morgen meinen Tag versaut. Was? Ja.
So ist es. Ey, das ist doch geil. Dann haben wir für den nächsten Stream direkt was. Ich habe morgen so 4 Termine und Training. Du Schwanz. Und jetzt muss ich die ganze Zeit an den scheiß Thronsaal mit dem neuen Secret-Boss denken. Ich habe ihn noch vor dem Ende jetzt gefunden. Sehr geil. Ja, ist echt sehr geil. Ihr glaubt ja, gar nicht, was ich für einen Aufwand betrieben habe. Wir synchronisieren jetzt ein letztes Mal die Karte. Yep. Max. Ja? Der rennt weg, die Maden rennen weg. Wieso rennen die weg? Die rennen weg, guck doch. Komm jetzt noch mal kurz. Die ist schneller, die Made ist schneller als das Förderband. Nein, sie rennt weg. Okay, jetzt wird sie wieder gefangen. Ach, die Fetten spawnen sogar. Ja, die Fetten spawnen, die rennen dann weg. Die kriegen Damage und rennen weg. Und die sind schneller als das Förderband. Die kriegen Damage und rennen weg. Ja, warte mal. Und was ist, wenn sie einen Hit kriegen? Greifen sie dann an, nö. Das ist halt selten, das ist gut. Davon haben wir erst 30 Samen. Die kriegen Damage und rennen weg. Wie können wir das umgehen? Ja, vielleicht war das auch nur ein bisschen glücklich, aber die war schon... Ah, da ist eine kleine. Und die Frage ist, wie lockst du die rein, dass die... Du kannst auf den Chrysalis nichts mehr platzieren, richtig? Doch, Förderbänder. Echt? Du kannst da Förderbänder, sicher? Ja. Also ich weiß nicht, ob da wieder welche spawnen, aber es geht. Tatsache. Oh, guck mal. Da sind dicken Dinger spawnen sogar. Oh, ja. Wie gut! Ja, aber ich glaube, die musst du selber triggern. Ja, aber reicht ja, wenn die regelmäßig wachsen. Ich hab noch mal fast 300 Eisen mitgebracht, ich schmelz das mal ein. ...280 Barren sind fertig. Geil. Ey, ohne Witz, die Dings sind krass. Ja, aber wenn du das... Oh, hä? Du kannst hier einfach durchlaufen, guck mal. Die Maden auch? Ich hoffe nicht. Dann place doch da noch was hin. Ah, Hilfe! Place da noch einen Zaun hin oder hier noch sowas. Ja, oder so, ja. Ja, okay, ich glaube, Maden ist der Way to go. Alleine auch für unser Melee und Range hoch zu leveln, oder? Na, so viele? So schon. Also, ich hab eine Minute Chrysalis gefarmt und es spawnt viel mehr als Slimes. Ich glaube, Holz ist der Way to go. Aber wie soll ich meinen Range kommen mit Leveln? Ich glaube, Karten synchronisieren ist der Way to go. Okay, lass synchronisieren. Wir haben inzwischen schon ganz schön viel aufgedeckt, ne? Stellt eine Fackel hin, blockiert eine Schlucht dazwischen und dicke Made wird dann immer davon angelockt, läuft da hin und will die kaputt machen. Oh, aber da sind auch schon... Oh, 3 Sichelmenschen sind gespawnt. Und echt, die Tentakel! Zeig. Die greift den Tentakel unsere Base an. Ja, die Tentakel ist das. Oh. 4 Leute und die Tentakel ist übel hardcore. Tentakel ist hardcore. Oha, wir sind da... Hä? Die halten auch viel zu viel aus schon wieder, oder? Aber das ist geil. Krass, aber dass wir eben mal... Aber so wenn die sich nicht wehren, bauen. Dann kann ich da auch einen Bohrer hinbauen. Naja. Oder halten die viel aus? Na, die wehren sich ja nicht. Das Ding hat halt 1000 Leben, ne? Das muss halt echt 20 mal ticken. Aber ist doch chillige Farm. Das stimmt. Die habe ich so auch schnell gebaut. Guck mal, da habe ich mal viel Boden benutzt. Aua. Der Tag ist halt scheiße. Da muss man mal wie eine Wand davor bauen, dass er uns nicht angreifen kann. Ja. Junge, kann jemand sterben jetzt? Hä, wie viel halten die denn aus? Schwachsinn. Die leben immer noch. Oh Mann. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das mit diesen Spikes, ob wir die kaputt machen wollen. Ich finde, wenn wir dir jetzt ganz viele ansparen und dann richtig reinknüppeln mit Auto-Attacks oder Range-Combat, levelt das geiler und ist satisfying. Nehmen wir mal an, davon sind jetzt
Da stehen jetzt 60 Stück. Und wir dürfen da richtig reinballern. Ja, mit einem Feuerbrennstab. Ich höre, die sind unsterblich. Kann sein, dass sie sich heilen, ja? Das glaube ich jetzt nicht. Aber dein Holz hier ist geil. Hast du das richtig dick gemacht, ne? Ne, ich kann das noch ein bisschen dicker machen. Was kommt beim Crafting-Skill? Ich glaube, der Crafting-Skill ist der einzige Skill, der nicht so krass ist. Doch. Echt? Ja, du kannst Alchemist cool machen, dann kriegst du noch mehr Tränke raus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach einer Zeit. Und du kannst irgendwie Juwelencrafter machen. Ja. Dann kriegst du eine Chance, dass du polierte Versionen von Items, die du in der Juwelenwerkbank craftest, bekommst. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so heftig. Ich denke, ich werde auf Industry, also Industriespezialist gehen. Da hast du wieder die Chance, dass du mehr Rails, Wires oder ich weiß, was das ist. Oh ja, das braucht Umatra auch für Förderbänder. Dass du da mehr rauskriegst. Ja. Das ist ein Ding. Ja, oder es gibt auch hier High-Quality-Equipment. Da hast du eine Chance, dass dein Equipment keine Haltbarkeit verliert, wenn du Schaden kriegst. Aber ich habe erstmal das linke genommen. Da hast du eine Chance, dass deine Spitzhacke keine Haltbarkeit verliert. Ja, das ist geiler. Und Spitzhacke und was noch? Ich werde Spitzhacke machen, dann den Using Alchemist. Tools and Weapons. Auch Waffen. Das ist stark. Ey, die sterben nicht. Wieso sterben die denn nicht? Ist doch gut. Ich finde das gar nicht gut. Ich will, dass die sterben. Oh, da sind noch welche tot. Oder tötest du sie? Ja, ich habe sie gerade getötet. Aber sie haben Schaden kassiert. Okay, wollen wir noch schnell synchronisieren hier? Hab ich schon, ich hab mit dir schon synchronisiert gerade. Max muss noch synchronisieren. Ich hab, ihr könnt den Weg mal angucken. Der ist chillig. Zack. Achso, ja, doch, mit Max will ich auch noch synchronisieren. Synchronisieren wir, Max? Ist synchronisiert, oder? Was musst du machen? Reingehen und dann? Doch, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ist synchronisiert, ist chillig. Seht ihr den Weg? Ja. Geh direkt zum Boss. Jetzt muss man sich mal vorstellen, irgendwann kommen da noch viel mehr Biome hinzu. Na, das hintere Biom, dann wäre gefühlt nichts erforscht. Wie viele Secret-Bosse gibt's noch? Also zwei Stück haben wir jetzt noch, die wir machen können. Wir können jetzt auch den Typen im Thronsaal machen und dann noch die Spinne. Die habe ich selber noch nie gesehen. Also die ist auch sehr schwer, denke ich, zwei Gegner gibt's noch sein. Okay, krass. Und der habe ich auch auf YouTube kein Video bisher gefunden. Von der Spinne. Das will was heißen. Okay. Dann sind wir okay für heute durch, oder was? Sekunde noch. Wir sind heute durch, ja. Na, Romatra, kommst du jetzt wieder nicht los, oder was ist da? Eben wolltest du noch die ganze Zeit hier spielen. Ich gehe jetzt, ich logge mich jetzt aus. Das ist zu lang, es ist 2:30, es ist ganz dumm. Wir sind wie dumme Kinder spielen wir hier. Richtig, wie die dumm. 2:30. Ganz Sekunde noch. Scheiße, morgen früh Training.